Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Tag 3 Rustalot, das Mittelalter-Rollenspiel-Spektakel. Geht in die nächste Runde. Wie ihr seht, der Bürgermeister ist noch am Schlafen. Er hatte gestern einen langen, ereignisreichen, auffühlenden Tag und das wird vermutlich heute genauso weitergehen. Komm, wir stehen mal auf direkt, oder? Pferd ist noch da, Hammer. Warum heißt denn er jetzt Lama Hannes? Was? Was? Wieso heißt der Lama Hannes? Der heißt gar nicht Lama Hannes. Wer hat mein Pferd umbenannt? Der heißt nicht Lama Hannes. Achso, Lama Hannes? Wieso heißt der Lama Hannes? Der soll nicht Lama Hannes heißen. Nee. Aber ich... Oh, und jemand hat mir Korn gegeben. Das ist ja super nett. Nein. Jemand hat mir Korn gegeben. Das heißt, ich gebe meinem Pferd Korn. Willst du haben? Kannst du essen? Will er nicht. Gut, ich gehe mal raus. Was ist hier sonst passiert? Hier liegt ein Balken. Ich weiß nicht, warum hier ein Balken liegt. Sonst irgendwas hier passiert? Nee, ich lebe, alles ist gut. Mal schauen. So. Direkt wieder Geschrei. Vielen Dank, Wikinger. Blut, Soldier, Soldier. Herzlichen Dank auch euch. So, dann gucken wir mal. Gleich hier um 8 ist, wie gesagt, irgendein Fest. Mal gucken, ob ich hier irgendwie Ärger. Ich glaube, das ist das hier? Nein. Das ist ja ungeheuerlich. Der Knechtelmann. Wie sind Sie denn aus dem Knast herausgelangt? Gelangt. Dass Sie sich überhaupt noch trauen, mit mir zu sprechen, nachdem Sie mich zusammengeschlagen haben. Innere Blutungen. Die ganze Nacht habe ich mich leergeschissen mit Blut im Kerker. Ja, also, ich muss sagen, ich bin noch unentschieden. Ob Sie wirklich nur ein armer Mann sind, dessen einziges Vergehen die unverschuldete Blutsverwandtschaft mit Ihrem Taugenichts von Bruder ist, oder ob sie tiefer in der Decke des Übels drinstecken, als sie mir sagen wollen. Ich möchte ihnen lediglich sagen, ich habe zwei Augen auf sie. Ein barmherziges und ein misstrauisches. Mit Leib und Seele. Nachdem sie jetzt meinen Bruder um die Ecke gebracht haben. Ich habe ihren Bruder nicht mal angefasst. Mir jetzt auch noch an den Kragen. Ihren Bruder habe ich nicht mehr angefasst. Was ist das? Diese Notiz habe ich hier auf dem Marktplatz gefunden. Die ist ja wohl aussagekräftig. Ich werde sie lesen. Ist das, Sie sehen dem ehemaligen Assistenten des Bürgermeisters sehr ähnlich, guter Mann. Julius ist mein Bruder. Ja, die Stadtgarde sucht den guten Julius. Weißt du, wo der ist? Das ist ja ungeheuerlich. Lies mal die Notiz, dann weißt du, wo er ist. Das ist Verleumdung. Das ist Revolution. Das ist ungeheuerlich. Mörder. Ich weiß nicht, was mich mehr beleidigt. Die Unwahrheiten oder die schlechte Lyrik in diesem Schmiergedicht. Vielleicht können wir mal in den Keller gucken. Als Diener des Hauses von Elsterling anmerken, dass als befreundetes Adelshaus mit dem Verlust ihres Dieners wenn Briefe verfasst und versiegelt werden sollen. Herr Zival, Sie sind ein wahrer Ehrenmann und Sie repräsentieren Ihr Haus von Elsterlingen mit Glanz und Glorie. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses großzügige Angebot. Erlaubnis gegeben. Sie finden mich natürlich wie immer bei dem Anwesen meines Herrn. Herzlichen Dank. Als wir mit dem Henker zugegen waren. Mörder! Und danach wollten Sie mich direkt noch mit verschwinden lassen im Kerker. Herr Knechtelmann, ich habe Sie lediglich der Gerechtigkeit zugeführt und wenn Sie jetzt ein freier Mann sind, dann setzen Sie das nicht aufs Spiel, indem Sie mit infamen Lügen und Falschbehauptungen der Wahrheit ins Gesicht pupsen. Da sonst nichts weiter gegen Sie vorliegt, außer das Wort einer Hühnerbäuerin, kann ich Sie leider noch nicht... Ich habe das an die Stadtwache weitergeleitet. Naja, das haben Sie gut gemacht. Ich werde das dann mit der Stadtwache klären. Und wissen Sie was? Wer auch immer dieses Gedicht verfasst hat,
er sollte künftig keine Reime mehr schreiben. Das ist ja fürchterlich. Das, ich werde es wegen Beleidigung der Lyrik der Stadtwache vorlegen. Sofort hinter ihnen stehe, um ihnen die Knute über die Rübe zu ziehen. Ich entschuldige mich. Julius hat sich ja sowieso immer beklagt. Überall stehen so Gruppen rum. Und irgendwas. Julius wurde anscheinend auch nur getrieben und geknechtet im wahrsten Sinne. Es ist irgendwie total absurd. Überall stehen irgendwelche Leute und versuchen mit geschwollener Zunge irgendwelche komischen Intrigen und andere Dinge voranzubringen. Das ist sehr lustig. Ich mag's. Ah ja. Ich schleich mich mal so rein. Fühlt sich besser, Opa? Wen haben wir denn hier noch? Ringstar? Ich guck mal bei Maurice vorbei. Wo ist eigentlich Pia? Ist Pia da? Was gibt's hier? Holz! Hier gibt's Holz. Grüß Gott, Herr Schmiedhügler. Welche Waren bieten Sie feil? Die besten Holzwaren der Insel, wie ihr wisst, Herr Bürgermeister. Also wir hätten Sessel, wir hätten Tische. Ich hätte einen wunderschönen, prunkvollen Sessel für euch, wenn ihr einen benötigt. Ansonsten hätten wir natürlich noch Schilde und Straßenschilde. Damit man immer weiß, wo der Bürgermeister zu Hause ist, hätten wir natürlich noch Straßenschilder. Wir hätten Tröge, wir hätten Schilde. Da hat erst der Prinz heute der König hat heute erst ein Schild von mir bekommen. Was hätten wir noch? Wir hätten Hämmer, wir hätten Kisten, um geheime Dinge zu verstauen. Was würde ein Bürgermeister von heute benötigen? Wie groß ist das größte Schild, das Sie haben? Das größte Schild, das ihr habt. Das muss mir das Sie abgewöhnen. Also das größte Schild, das ich bauen kann, wäre ein wenig größer als das, was ihr hier davor sieht. Also ein sagen wir noch eine Latte dazu an der oberen Seite und an der rechten Seite ein wenig mehr. Und hat bis jetzt noch keiner bei mir gekauft. Ihr wärt der Erste. Wie viel springende Münze würde mich das kosten? Also für euch, Bürgermeister, also ich verlange normalerweise 3 Taler dafür, aber für euch 2. 2 Taler? Na gut. Ich werde das machen. 2 Taler für den... Ich gebe ihm 2 Taler. Wunderbar. Gut, dann müsst ihr nur noch entscheiden, wollt ihr Eiche, Buche, Flussholz, Waldholz oder Steinholz? Das stabilste und schönste Holz vermutlich, möchte ich. Ist es vermutlich... Das stabilste oder schönste, dann gibt's das Adelsholz, das ist die Buche. Die Buche, das klingt gut. Hier, bitteschön. Ein Schild am Tresen oder kurz davor. Ich hab's so rüberfallen lassen. Ah, habt herzlichen Dank, Herr Schmiedhügler. Haben Sie einen guten Tag. Ach, Rufus. Ebenfalls, Herr Bürgermeister, ebenfalls. Gehabt euch wohl und einen erfolgreichen Tag auch euch. Das wünsche ich Ihnen ebenso. Auf Wiedersehen. So, jetzt müssen wir mal kurz mal eben gucken. Ich sehe gerade... Bohmhoff, ich grüße Sie. Herr von Weberlichingen, ich grüße Sie ebenso. Haben Sie etwa... Was hat sich gestern ergeben aus dem Komplott gegen Sie? Ah, mein geliebter Feind. Gut, dass Sie fragen. Ungeheuerliche Situation, sage ich euch. Dieser Knecht, der mich einst bediente und dann verriet, er hat einen Bruder oder... Ein Bruder, der sich als Bruder ausgibt, aber in Wirklichkeit Justus selber ist. Julius, meine ich. Ich bin schon ganz verwirrt. Und dann habe ich ihn erwischt. Diesen vermeintlichen Bruder, wie er etwas dem König vor die Füße warf und dann in den Wäldern verschwand. Ich jagte ihm nach mit meinem Ross und ich ergriff ihn und gab ihn den Stadtwachen. Die schmissen ihn in den dunklen Kerker hinein und dann kam der Zauberer und hat ihn verhört, aber er war zu dumm, sodass der Zauber nicht wirken konnte. Und jetzt weiß ich immer noch nicht, ob es sich um Julius handelt oder um den Bruder Felix. Ich bin der Wahrheit immer noch nicht auf die Schliche gelangt, aber ich kann Ihnen eins sagen, Herr von Weberlichingen, und das sage ich Ihnen von Adelsgeschlecht zu Adelsgeschlecht, nehmen Sie sich in Acht vor Ihren Knechten. Mein Knecht war stets treu. Was bringt euch darauf, dass er... Nein, das will ich mir nicht ausmalen. Herr Weberlichingen, ich möchte euch
keineswegs in eine Situation der permanenten Angst bringen, sodass Sie in Ihrem eigenen Hause sich nicht mehr sicher fühlen können. Aber denken Sie einmal nach. Versetzen Sie sich in die Lage des Pöbels. Was wäre strategisch das Geschickteste? Einem Edelmann wie Ihnen und wie mir auf offener Straße umgeben von Wachen und Zeugen aufzulauern? Oder wäre es nicht vielleicht das Klügste, sich ins Innerste der Familie zu schleusen und von innen heraus das Messer in den Bauch des Herrn zu jagen, wo keine Zeugen sind und lauter gute Gelegenheiten? Verstehen Sie? Bumhoff, ich werde ruhig schlafen in der Gewissheit, dass wenn der Pöbel zu dumm war, das selbst bei Ihnen erfolgreich zu vollbringen, dass mir nicht die geringste Gefahr droht. Aber ich danke Ihnen dennoch für eure Warnung. Herr von Weberlichen, ich kann Ihnen nur raten, nehmen Sie sich in Acht. Natürlich versucht der Pöbel als erstes, der Schlange den Kopf abzuschlagen, dem Bürgermeister in dem Fall natürlich. Und danach, Stück für Stück, arbeitet er sich die Leiter des Adels nach unten. Ich weiß nicht, auf welcher Sprosse Ihr Geschlecht anzufinden ist, auf Sprosse 3 oder auf Sprosse 7, das vermag ich nicht zu sagen, aber eins sage ich Ihnen, nachdem Sie mich einem feigen Anschlag unterzogen haben, hindert Sie nichts daran, die Sprosse hinabzusteigen und eines Tages mit Ihrem Stiefel des Schurkentums auch auf Sie zu treten. Also nehmen Sie sich in Acht, Herr von Weberlichingen. Nun, so sei es denn. Ich werde gewiss nun Albträume haben und ich hoffe sehr, dass Ihr Diener nicht zurückkommt, um seine Tat zu vollenden. Denn es wäre ja wahrlich eine Tragödie, Bumhoff, nicht wahr? Wenn Ihr Geschlecht, nachkommenlos wie Sie sind, gänzlich aussterben würde, weil Ihr es nicht einmal hinkriegt, Euch vor einem schäbigen kleinen Knecht zu schützen, nicht wahr, Bumhoff? Ach, welch Tragödie das doch wäre. Ja, in der Tat, das wäre das Ende für diese großartige Dynastie. Aber wissen Sie was? Ich kann es Ihnen ja sagen, selbstverständlich besitze ich zahlreiche Marketenderinnen und andere Gespielinnen, unter anderem auch einige ihrer Nichtinnen, die sich verbessern wollten und sich mir angeboten haben. Ich habe das Angebot natürlich angenommen, sodass ich derzeit 7 männliche und 4 weibliche Erben in meinen Stammbaum eintragen kann. Keine davon natürlich, Sie verstehen, im Heiligen Bund der Ehe entstanden, aber dennoch von meinem Blute. Und einige auch von Ihrem, aber das soll hoffentlich der Person nicht zum Schaden sein. Es wundert mich gar nicht, dass alles, was ihr auf die Reihe bringt, Bumhoff, eine Horde von erstunken und erlogenen Bastarden sind. Ah, seht, hier ist mein treues, wohlvermähltes Eheweib, die Mutter meiner reinblütigen Tochter, am Hofe des Königs, wie ich nebenbei anmerken möchte, etwas, wovon ihr ja rundherum nur träumen könnt, Bumhoff. Doch entschuldigt mich, meine Familie und mein treuer Diener rufen. Estella, immer wieder eine Freude, euch zu sehen. Wenn ihr Ehegatte sie wieder langweilen sollte, dann schleichen sie sich doch gerne wieder zu mir in mein Gemach. Wie immer ist die Laterne am Fenster am Leuchten. Wenn auch meine Liebe für Sie Feuer gefangen hat. Schauen Sie einfach da oben ans Fenster. So könnte ich vorschlagen, dass euch eure Bumhoff, was muss ich da irren? Ich wollte gerade sagen, ich wünschte, ich könnte das Anstand zurückgeben, dass es eine Freude wäre, sie zu treffen. Aber das kann ich leider nicht. Das Dorf hier glücklich lebt. Das ist ja die Höhe. Werte Estella, selbstverständlich müssen Sie sich dieses Schauspiels bedienen, um Ihren Gatten quasi von der Wahrheit fernzuhalten, dass ihr Herz in vollster Leidenschaft für die Bumhoffs pumpt. Aber Sie können sich eines gewiss sein. Ich werde immer für Sie da sein und euch weich auffangen, sollte der hartherzige Herr von Weberlichingen Sie aus Ihrem gemeinsamen Gemach verstoßen. Ich muss suchen. Ach, Fritius, warum sagst du denn nichts? Ich meine, es ist mir grimm. Schon wieder.
Lasset uns dies als jenes unbeabsichtigte Kompliment nehmen, dass es wohl ist. Bumhoff, nicht nur, dass ihr komplett unfähig wart, euch im Leben auch nur ein Weib anzulachen. Ich habe jenes Weib mir zur Gattin genommen, das ihr begehrt. Ah, das macht meine wundervolle Ehe gleich noch dreimal köstlicher. Seht, Estella, dieser Narr, wie er sich Chancen bei euch ausrechnet, die er niemals hatte, weil sein Blut zu niedrig und zu schwach ist. Ach, Herr von Weberlingen. Ich kann Ihnen Stellen am Körper Ihrer Frau beschreiben, auf die Ihre Augen noch nie einen Blick werfen durften, da Ihre Frau Sie nur im Dunkeln betten möchte. Aber wissen Sie was? Gehen Sie dahin. Ich freue mich auf den nächsten Besuch, Frau von Weberlichingen. Ich stelle den guten Burgunder kalt, den ihr so liebt. Nun, da fällt mir tatsächlich gar nichts mehr dazu ein. Ich kann das nicht fassen, das ist... Es gibt Dinge, die verdienen keine Antwort, außer ein hochnäsiges Lachen. Eine Kunst, die wir von Weberlichingen perfektioniert haben über die Jahrhunderte. So lass uns davonziehen und ihm den Rücken zukehren und derweil hochmündig lachen. Richtig. Ich finde, Sie haben sich außerordentlich gut geschlagen, Herr Bumhoff. Herzlichen Dank. Die nicht unter ihren Fittichen. Ich komme als der Postmann mit einem Auftrag. Und zwar ist hier ein Brief für Sie. Ich weiß nicht mehr, von wem er kommt, aber er ist für Sie. Den nehme ich gerne an mich. So möge es kein Weberlichingen sein. Herzlichen Dank, werter Postmann, für die Überbringung dieser Nachricht. Ich werde es sogleich lesen. Genau diese überführen Sie jetzt nämlich. Denn Sie haben die Scheiße geschmiert an die Wände. Sie haben Scheiße fabriziert in Form von Kunst oder so etwas. Wie war das noch? Hashtag öffnen oder was? Tragen Sie erneut eine Waffe auf Ihren Rücken, obwohl ich Ihnen dies vor wenigen Minuten verboten hatte. Doppeltes Verbrechen innerhalb von gar wenigen Augenblicken. Sie werden ins Schloss geführt und in den Kerker gesteckt, auf das Sie lernen müssen. Was steht da? Werter Herr Bürgermeister, da ich Ihr Leben so tatkräftig unterstützt habe, möchte ich um eine dringende Audienz beten. Bezeichnet Frau Nervinia Hoffbauer. Frau Nervinia Hoffbauer. Arme hinter den Rücken, auf Befehl des Königs. Nervinia Hoffbauer. Okay. Ich muss zum Postamt. Frau Hoff. Bleiben Sie! Nein! Kümmern Sie sich um den Kackebauern! Hexe! Was passiert jetzt? Henrietta! Henrietta, Vorsicht! Okay. Die reitet auf dem Hahn. Die reitet auf dem Hahn. Im Deutschen klingt das wesentlich sittlicher als im Englischen. Muss ich sagen. Nein, verschonen Sie meine Henrietta. Nun hört auf mit dem Prinzen. Meine Henrietta. Das ist... Nein. Nicht meine Henrietta. Was auch immer da wieder vor sich geht. Ich muss zum Postamt. Henrietta, stopp. Hallo, entschuldigen Sie. Ist hier jemand zu Hause? Nachdem du dich in den Speer geworfen hast. Ist ein Postbeamter zugegen? Hallo? Nee, schade. Achso, jetzt gibt's doch gleich diese Speisung da. Ist das in der Kirche? Oh, die, okay, da können wir mal hingehen. Die heilige Raute ruft zur Messe. Wo war nochmal die Kirche? Die heilige Raute ruft zur Messe. Ich glaube hier lang. Der Pöbelausstatter zuständig, das zu entfernen. Gut, wir gehen erstmal zur Kirche und gucken uns an. Oh, was? Ist das die Kirche? Nee, das ist doch das Wirtshaus. Die Messe bei der Kirche beginnt gleich. Das ist nochmal die Kirche. Ich weiß nicht mehr, wo die Kirche ist.
hinten. Ich laufe den Leuten einfach nach. Komm zur Heiligen Kirche! Die Messe ist doch schon. Hier entlang durch den Wald. Durch den Hain. Messe. Ist das da hinten? Naja. Wir werden es finden. Hoffentlich ist da nicht wieder irgendein komischer Anschlag auf alle geplant. Ja, nicht so gute Erinnerungen, ehrlich gesagt. So, helfet uns. So, ich nehme einen Platz. Gnade. Wir werden hier los, aus der Kirche hier. Und ich habe einen guten Platz. Wir sind ein Gewalt, ja. Und werden ständig gefoltert. Was? Und gejagt von der königlichen Waffe. Wir wollen doch einfach nur leben. Ich denke, es gibt jetzt eine Messe. Stattdessen gibt's Beef. Naja, solange Suki nicht da ist, kann nichts passieren. Oder? Es tut mir leid, meine Prinzessin. Aber im Namen des Königs. Im Namen des Königs. Ihr Schweinebäuer gehört in den Kerker. Er hat mich gezwungen, mich auszuziehen. Verflucht! Ah, da sitzt Maurice. Herr von Weberlichingen. Nun, dann bin ich ja gespannt. Solltest du nicht deinen Hut abnehmen? Zur Messe? Da, diese Stimme! Nein, PTSD! Diese Stimme. Ich danke euch. Selbst im Jahrenkomm ist der Stelle als Sie. Ihr habt mein Leben gerettet. Gerade sage ich noch, wenn Suki nicht da ist, kann nichts passieren. Prinzessin, ihr seht wieder wunderschön aus. Ich habe gehört, was er am liebsten macht, ist Schleimer wieder schlagen. Schreckliche Glocken. Die Glocken sind ganz furchtbar. Bin fort. Zu euch. Mhm. Oh, Mom, ich bin traurig. Die Party ist auch da. Der König ist da! Findet ihr beruhigend? Die Dame hier vorne ist zu beraten. Nehmen ihren Gatten. Ich bin ein Leute. Ich kann meinen Hals nicht weiter drehen. Ich weiß nicht, was hinter mir passiert. Ja, Patina. Sehr gut. Oh, ich glaube, muss ich jetzt hier Platz machen, ne? Patina, so nehmt den anderen Platz. Vater, ich habe meinen Auftrag erfüllt und alle hergebracht. Jawohl. So bilden wir einen Lichtschutzwall. Pöbel, bedeckt eure Augen oder schaut an die Wände. Niemand schaut den Prinzen an. Niemand schaut den Prinzen an. Auch die Adeligen nicht? Ihr gerne der Hauptmann sieht so gut aus. Überall ist noch frei. Wer schaut, gehört in den Kerker. Machet Platz. Ich möchte natürlich, Toromir. Möchte natürlich in der Nähe meines Vaters sitzen. Entschieden. Was? Martina rutscht. Hä? Toro die Seite. Toro den. Hat er den Prinzen gerade Toro? Den Charakter gewechselt? Ja. Ich platze. Wachen! Wir positionieren uns hinten an der Wand. Jawohl. Jawohl, mein Hauptmann. Wusste nicht, dass Toro zwei Charaktere spielt: die Wache und den Sohn. Hier oder nächste oder? Genau, lass uns hier zusammen sitzen. Jawohl. Hier kann euch nichts passieren. Oh. Brüder und Schwestern der heiligen Raute, bitte versammelt euch mit vorne. Hat schon jemand einen HSV-Spruch gemacht wegen Raute? Nee, ne? Setzt euch doch. Werte Gemeinde, Hut abnehmen. Brüder und Schwestern, ehrenwertes Königshaus, bitte stimmt. Erhebt euch. Ich muss die Mütze abnehmen in der Kirche. Also ich auch. Wir haben uns heute versammelt, um meine Messe zu Ehren der leider verstorbenen Königin zu halten. Und
Es ist uns eine Freude, dass ihr zahlreich erschienen seid, um der Königin zu gedenken. Eine Königin. Ihr wagt es, den Namen der Königin in den Mund zu nehmen? Wie kann dies sein? Wir halten eine Messe ab zu Ehren und Gedenken der Königin. Denn heute ist leider der Todestag der Königin. Diese Messe dient dazu, ihr zu ehren. Nun, dann fahret fort. Nicht irgendeine Königin, sondern eine Königin, irgendeine kein Königin. Königreich bisher sie sah. Ehrenvoll, voller Gutmütigkeit, gnädig und eine wahre Bereicherung für unser Dorf. Es ist nun ein Jahr her, als die ehrenwerte Königin uns verließ. Wir trauern jeden Tag und lassen sie in unseren Gedanken sowie ihre Seele beim heiligen Longshen weiterleben. Bitte setzt euch und lasst uns beten. Ich vermisse die Königin. Die Jungs ist ja noch bei. Ich glaube an Longshen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Longshen. Und an seine Macht und seine Kraft, uns allen ein gnädiges Leben zu schenken. Ich glaube an den König. Ich glaube an die Drachen, den Dienern des heiligen Longshen. Ich glaube an den Drachen. Und alle Lebewesen zu schützen, zu ehren und zu bewachen. So vergib uns unserer Sünde, Longshen. Wie auch wir vergeben den Ungläubigen. Mögest du uns mit guter Ernte versorgen und eines Tages unsere Seele in Empfang nehmen. Ich bitte den Barden zu mir. Mutter! Wer schmatzt denn da so laut? Ich wer kaut die ganze Zeit? Ich glaube, klatschen darf man in der Kirche ja gar nicht, ne? Das ist unflätig. Soll ich nun singen? Bade, singt. Ihr dürft. Singt, beglücket uns mit eurer Stimme. Ein Lied! Nimm, o Longshen, die Gaben, die wir bringen. Ist ganz gut, ne? Die wir bringen, sie auf uns und segne unsere Ernte. Was wir beten, was wir singen, soll allein für dich unsere Opfergabe sein. Nun, Brüder, singt mit mir. Lasst uns alle an. Klatschen in der Kirche doch, ne? Zugabe! Wahnsinn! Das war wunderschön! Ich bin berührt! Halt, Geklapper! Die Königin könnte häufiger sterben, wenn so schön gesungen wird! Bitte! Was? Wer hat das gesagt? Das war nur Funk! Der Dorfvogt! Hat das gesagt? Der Bürgermeister! Er kannte seine Stimme!
Wie bitte, also? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie sprechen, das ist doch... Ganz eindeutig. Gemeinde. Nicht meine Stimme gewesen, also. Das war doch eindeutig Herr von Weberlichen. Ihr lasst sowas in eurer Kirche zu und ihr lasst sowas einfach geschehen. Ihr verabschiedet Skandal für Gewalt. Eine Messe, um der Königin zu gedenken und lasst sowas geschehen. Gemeinde. Ich bitte keine Zwischenrufe, welche die Königin entehren würde. Und ich bitte keine Gewalt in unserem Hause. Prange mit ihm. Heute ist ein besonderer Tag. Mein Freund, wir sprechen uns. Lasst uns gemeinsam trauern und lauscht meinen Worten. Bitte nehmt Platz und vertagt alles Weitere. So setzt euch wieder. Mein König. Oh, sehr schön gesagt. Werte Gemeinde, Brüder und Schwestern. Die heilige Raute möchte diesen Moment nutzen, um im Königshaus Dank zu verkünden. Durch eure Hand wurde unser Haus errichtet. Durch eure Großzügigkeit lasst ihr uns unseren Glauben verkünden. Durch eure Gnade wurde der Apfelbauer nicht enthauptet. Durch eure Fürsorge darf die Prinzessin sich nicht uneingeschränkt bewegen und ihre Sicherheit ist garantiert. Wahrlich? Durch die Treffsicherheit eurer Garde verziert ein wunderschöner Pfeil den Müller. Und auch wenn die Steuererhöhung das Dorf erzürnte, so glauben wir an eure positiven Absichten. Habt Dank, Königshaus. Möge Longshen euch beschützen. Danke für den Pfeil. Dank. Drinks für alle. Ja. Jetzt lebe der König, für wahr. Lebe die heilige Ratte. Lasst uns beten, es lebe, um der Königin zu gedenken. Longshen, beschütze die Seele der Königin. Zieht eure Kraft aus ihr, um Licht zu streuen. Zieht eure Kraft aus ihr, um ihre Gutmütigkeit zu streuen. Zieht eure Kraft aus ihr, um uns den richtigen Weg zu weisen. Weist uns den Weg lang. Als nächstes werden die Messdiener den Leib Longshens verteilen. Solltet ihr gesegnete Nahrung erhalten wollen, so reiht euch auf, um sie im Empfang zu nehmen. Kriege ich noch was? Bin mir nicht sicher, jedenfalls. Ich auch nicht. Davidov! Ja, da draußen geht was vor sich. Fuck, geht vor. Draußen? Warte, wir haben hier doch die... Ja, draußen, warte, da draußen los. Und schauen in die Kirche rein. Hoffentlich passiert, irgendwas. Einfach viel, viel interessanter. Und was ablenkt. Du weißt ja nicht mal, wo das Fleisch herkommt. Lagern die Kirche. Der Leib Longshen. Während ihr den Leib Longshens in Empfang nehmt, so lasst euch gesagt sein, die heilige Raute ist ein Ort, der für jeden geöffnet ist. Solltet ihr Kraft im Glauben suchen, so sucht uns auf. Solltet ihr bei einer Beichte euch von euren Sünden freisprechen wollen, so sucht uns auf. Solltet ihr euch uns anschließen wollen, um den Glauben Longshens zu verkünden, so sucht uns auf. Solltet ihr Beistand bei euren Sorgen und Problemen suchen, so werden wir immer ein offenes Ohr für euch haben. Ein jeder ist in der heiligen Raute herzlichst willkommen. Raute. Können wir noch irgendwen aufhängen? Raute. Oh nein, ich sollte vielleicht schnell irgendwie gehen oder so. Nein, die Patina. Die sind jetzt dem König. Ich hasse Rauten. Sie noch hier. So, komm mit her. War's das jetzt? Ist der Gottesdienst vorbei? Nee. Nun, Herr... Ja, ist das nicht der adlige Weberlich? Warum empfange er nicht dieses Mal?
Will er gar nicht? Ach, verstehe. Nun, und jetzt bekommt erst der von Elsterling seinen Teil. Vielen Dank. Ich versuche mich irgendwie unauffällig zu verhalten. Der König steht an erster Stelle. In der Hoffnung, dass alle vergessen, was geschehen ist. Affen! Oh, wie nett von euch! Ja, vergesst dies nicht! Bürger von Rastelot, vergesst es nicht! Der König steht an erster Stelle! Lang lebe der König! Lang lebe der König! Lang lebe der König! Heute geht es um die Mutter! Lang lebe der König! Und möge auch Longshan über euch wachen, König. Jedoch, mit Verlaub, muss mich ein bisschen einschleimen. Geht es hier heute um die ehrenwerte Königin. Nun erhebt euch bitte und folgt mir zur Grabstätte der Königin, um zur Grabstätte der Königin zu schreiten, um ihr Ehre zu erweisen und ihr zu gedenken am heutigen besonderen Tage. Ich meine natürlich unsere königliche Mutter. Ich mische mich einfach unter die Unschuldigen. Ich war doch nie nachts auf einem Friedhof. Jetzt setze ich schnell meine Kappe auf. Wachen, könnt ihr uns beschützen? Ich will zum Mutter. Wir beschützen den Prinzen. Dafür sind und wir da. König. Oh nein, und die Prinzessin. So. Schaulustige. Morias. Ja, auf dem Friedhof ist es passiert. Hier habe ich den Grimm gesehen. Mutter. Den Grimm? Mutter. Der kommt einfach aus dem Gebüsch. Mutter. Ich vermisse die Königin. Mutter. Hier, alter Schwede. Hat hier Gruft gebaut, Alter. Ist aber keine Raute da oben dran. Irgendwas passiert hier doch. Tretet ein. Das ist doch ihr. So eine Falle. Ist es normal, dass das Grab leer ist? Was ist hier passiert? Prinzessin! Wo ist das? Wo ist die Grabplatte? Das Grab ist leer! Du hast das geöffnet! Was ist hier los? Eine Stunde noch hier! Königin! Die Königin ist weg! Konnte das passieren? Die Königin ist wieder auferstanden! Was ist geschehen? Das war der Bürgermeister! Es ist ein Wunder, dass sie ist auferstanden! Ich bitte um Ruhe! Noch die Königin! Ich bitte! Wer er ist! König! König, bitte hört mich an. Kirchenmann, so sprecht, was geht hier vor? Es scheint ein Grabraub stattgefunden zu haben. Lass mich kurz einen Schluck trinken. Unglaublich. Ich würde mir wünschen, im Namen der heiligen Raute würden wir uns wünschen, dass hinter unserem Hause so etwas nicht passiert und dass der Täter von euch, von eurem Hause gefunden wird. Gewaltfrei, denn wir würden uns wünschen, dass grundsätzlich weniger Gewalt in unserem Dorfe herrscht. Ihr fordert, dass die Person, die das Grab der Königin, meiner Frau, der Mutter meiner Tochter und meines Sohnes, wer auch immer hier gerade mein Sohn ist, entweiht hat. Ja, diese Person soll ich verschonen, mit dem Leben davon kommen lassen, ja? Die heilige Raute würde niemals Forderungen stellen. Die heilige Raute möchte, dass ihr alle Bürger unseres Dorfes, des Königshaus, die Garde, gewaltfreier durch unser Dorf zieht. Ihr seid der König, ihr werdet tun, was nötig ist, ihr werdet wissen, was nötig ist, und wer wären wir, euch jemals zu widersprechen, König? Nun, zu welchem Zwecke soll das gut sein? Der gemeine Pöbel braucht die starke Hand. Und wie soll er sonst diszipliniert werden? Die starke Hand hat am heutigen Tage viele unschuldige Leute
vielen unschuldigen Leuten Pfeile in Körperteile geschossen. Unschuldige Schauer, diese Worte. Wohl wahr. Ach, das ist richtig. Wohl wahr. Ich bin auch wohl wahr. Hab ich nie mitbekommen. Ich hab es gesehen. Meine Henrietta. Er hat es gesagt. Mein eigener Bruder sollte gehängt werden. Vater, es ist schrecklich. Ich, Euer Majestät. Mich bedeutet, nicht jedes ihm. Anwesende hier ist königstreu. Wir werden uns alle Anwesenden hier zu ändern. Alle Anwesenden hier sind königstreu. König, wir äußern lediglich einen Wunsch. Was ihr daraus macht, obliegt ganz euch. Nun, letztendlich werde ich mit meinen Beratern mich darüber beraten. Warum wenn liegt ihr es euch, mich auch, davon zu überzeugen, auch, was diese Gewaltfreiheit Vorteile mit sich bringt? Leben für alle Barden! Ich weiß nicht, ob ich euch davon überzeugen kann, König, aber ich kann euch sagen, dass das Volk, welches euch dient, welches unter eurem Einfluss liegt, euch wohlgesinnter wäre, wenn es weniger Gewalt erfahren würde. Das ist richtig. Solltet ihr, auch ihr, König, ein gewaltfreies Leben führen wollen und Seelenfrieden erlangen, so sucht jederzeit unser Haus auf und schließt euch der heiligen Raute an. Wie heißt der eigentlich nochmal, der König? Wollt ihr Anwesenden hier mir wohl erklären, dass ihr königstreuer wäret, wenn weniger Gewalt auf euch einwirken würde, von des Königs sich handeln? Ja, ja, ja. Ja! Ich werde gerne geschlagen. Willkür Gewalt. Ich werde gerne geschlagen. Ich darf nur keine Folter im Kerker. Ich freue mich, geschlagen zu werden. Oh, der König! Es ist ja mehr Gewalt. Nun denn! Oh je. Schagus, ich verkünde hiermit offiziell, der morgige Tag wird ein Teste sein. Er wird vollkommen gewaltfrei ablaufen. Dennoch erwarte ich komplette Königstreue. So enttäuscht mich nicht. Ich habe gesprochen. König Schagus der Gnädige, er lebe hoch! Welch gnädiger König, mein bester Freund. Heute mit Hoch auf den König. Schweigt still! Schweigt doch alle still! Der heutige Tag allerdings darf noch erfüllt von Gewalt sein. So, viel Spaß, Königsgarde. Ich bin weg. Jawohl. Königsgarde, muss hier raus. Nehmt die Waffen runter. Bevor ihr die Grabstätte verlasst. Wir haben immer noch ein Problem. Sprecht, ja, ich höre. Ich schleich mich hier vorbei. Das Grab ist leer. Wie er sich nicht bis auf die Kacke, die drin liegt. Junge, Vater, da hat er nichts gerade drin. Junge. Kann ich mich nicht entfühlen? Wer hat die Königin mit Kacke gesetzt? Ich schleich mich einfach raus. Wer hat die Kacke in das Königsgrab geworfen? Ich erkenne mich, dass sie sich daran erinnern. Ich habe gesehen, wer es war. Es war der von Bormhof? Was? Ja, also nicht das ein Thron, sondern das... Warum existiert dieser Satz überhaupt? Du da! Ich! Hast du gerade Kacke ins Grab der Königin geworfen? Ich stelle mich. Ja, dies hat er, mein König, ich habe es gesehen! Ich habe es gesehen! Genau gesehen! Konsequenzen! Nein! Nehmt die Fackel aus meinen Augen, wollt ihr mir die Augenbrauen verbrennen? Henkersmann, muss er denn Prager oder euer Auftritt? Ein Exempel möchte statuiert werden! Verrat! So, Gewalt! Ist das Fritz? Verschwindet! Keine Gewalt hier unten! Erst ab morgen, Prinzessin! Ich darf bitten, das ist das... Das ist die Grabstätte der ehrenwerten Königin! In ein Grab gehören Tote, nicht wahr? Hier war kein Leichnam zu finden. Wir haben dem Umstand nun geholfen. Nochmal. So lautet mich die Leiche infizieren. Hat's verdient. Er lebt ja doch.
Ich bitte euch, Königshaus, führt ihn ab und entehrt nicht das Grab der ehrenwerten Königin. Wache, ihr habt den König gehört. Zieht eure Armbrüste und versenkt die Bolzen. Halte ein. Ich wünsche, Frank würde was in mir versenken. Nein. Der Henker ist zu spät. Was für ein heiliger Ort. Was tun Sie denn? Das ist zu spät. Ich konnte meine dreckigen Hunde nicht zurückhalten. Der Mann ist tot, aber tötet ihn ein Stück weiter. Auf der Rede sind nicht tot sein mögen. Ihr habt den König gehört. Durchlöchert ihn wie einen Bienen. Ihr sperrt die unsterbliche Seele dieses Taugenichts für immer in die Gruft der Königin ein. Sind Sie des Wahnsinns? Ich könnte die Leiche einäschern, dann würde sie verschwinden. Darf ich sie auch anziehen? Dann ist ja der Spaß auch vorbei. Außerdem gehört in ein Grab doch wohl eine Leiche. Oder etwa nicht? Die hat ja vorher gefehlt. Jetzt ist sie da. Ich bitte euch, Königsgarde. Entehrt nicht den Ort. Die einfach da in diesen Typen reinballern. Die Grabstätte der Königin. Die Königin liegt ja gar nicht hier. Es ist eine leere Grabstätte. Ich sehe hier keine Königin. Ich komme. Die Laubhaute Lüge von dafür. Ich falle nieder. Erster Freund, wo seid ihr? Der Apfelbauer ist bereits tot gerade. Ey, wisst ihr was? Ihr wird die ganze Zeit von Apfelbauer gesprochen, ne? Ich glaube, der Name Bohmhoff bedeutet auch so viel wie Apfelbauer, tatsächlich. Wo ist die Hexe? Ich verlange eure Audienz sofort. Zufall? Und in voller Härte. Mitkommen. Was? Mitkommen? Meinte er nicht? Oder meinte er auch? Aufgepasst. Ich weiß nicht, was er sagt. Aber sicher doch, mein König, mein bester Freund. Mit dem Henker wird er niemals reden König wollen, natürlich meint er euch. Wenn ich bereits schon eine Krone auf eurem Kopfe thronen würde, so hättet ihr mindestens noch drei weitere verdient. Ich will nun mein Anwesen. Ja, wohl wahr. Vater, wir sollten den Gänse abziehen. Lausche den weisen Worten meines Sohnes, Hauptmannes, Hauptmanns, Sohnes, wie auch immer. Ich bin verwirrt heute. Dies liegt an der Magie. Vater, könnte ich mir den Hauptmann ausleihen? Ich habe noch etwas vor. Natürlich, du bist immerhin der nicht ganz so prinzliche Prinz. Estella! Ich verfüge über den Hauptmann. Dringend. Nun, Estella! Hauptmann, folge er mir. So an mit, also. Ich empfehle mich, mein bester Freund. Er ist gerade nicht zugegen. Wir können uns in die Büsche schlagen. Er wird nichts davon mitbekommen, Geliebte. Wie konnten Sie nur, Herr Bobo? Offenbar ist jetzt die Stelle des Baumpflückers frei geworden. Ich weiß nicht genau, was Sie heute zu sich genommen haben, aber es scheint auf jeden Fall Ihre Gedanken mehr zu verwirren, als Sie eh schon sind. Ich bin beeindruckt. Estella, so ein wunderschönes Geschöpf wie das eurige gehört nicht in so gierige Pranken wie die Ihres Gatten. Ich bin bereit, Sie zu befreien aus dieser unrühmlichen Ehesituation. Sie haben Besseres verdient. Es lebe der König! Ich verlange überhaupt nicht nach einer Befreiung. Ich habe den mächtigsten Mann nach dem König, selbstverständlich, und dem königlichen lebe der König. Neben an meiner Seite. Was kann ich mir mehr wünschen? Estella, ich weiß, es ist schwer, in unserer Zeit den Gemahl zu verlassen, doch seid euch gewiss, die Macht des Hauses von Bohmhoffs reicht weit bis in den Palast. Und ich kann euch schützen. Und euch lieben gleichermaßen. Die Leiche hat jemand mit dem Schwert zerfleddert. Also, ich habe noch nichts von dieser Macht bis jetzt gehört. Also, sie scheint wohl eher im Geheimen stattzufinden oder einfach nur in ihren Gedanken zu existieren. Ja, gut, ich meine, unsere Tochter ist die Zofe der Prinzessin. Richtig, die Zofe, eine Dienerin. Unsere gemeinsame Tochter wird niemandem dienen, außer dem guten Ruf der Dynastie. Seht ihr denn nicht? Aber selbstverständlich, mein Kind. Schwester Liese? Da wollt ihr den König verbrennen. Ihr Röster, durchlaucht es der König. Ich habe das Gefühl, ihr wollt mir nur aus Eigennutz schöne Augen eigentlich euer Hemd wieder, Schwester Liese? Selbstredend ist es Eigennutz. Wenn man das schönste Geschöpf auf Erden vor sich sieht,
wenn das Herz danach schreit, es zu berühren, was anderes als Eigennutz? Kann es denn sein? Selbstverständlich begehre ich sie. In den Gemächern einer Schwester? Nun, jetzt wo ich so direkt vor Ihnen stehe, wie soll ich sagen, da bleibt mir tatsächlich die Schmucke weg. Estella, sehen Sie in den Himmel und beschreiben Sie die Sterne für mich. Denn seit ihr neben mir steht, blendet ihr helles Licht der Schönheit mich so sehr, dass ich die Sterne nicht mehr selbst zu sehen vermag. Der Prinz trägt Frauenkleidung? Vielleicht sollten wir uns heute Nacht treffen im Geheimen. Estella, spürt ihr, wie mein Herz pumpt? Wie es schneller wird und ihren Rhythmus der Liebe einschlägt? Oh, ich werde warten. Wollüstig. Ich spüre das Feuer. Oh, es brennt so heiß. Estella, ich kann es kaum erwarten. Zu welcher Stunde wollen wir uns treffen? Wie heiße ich? Der Glockenschlag soll 22 Mal geschlagen haben. 22 Mal! Jeder Schlag bringt mich näher an mein Glück. Und doch, es ist verzweifelt. Mein Herz, 22 Stunden sind zu viele. Warum nicht jetzt, Estella? Ist nicht jetzt bereits die 22. Stunde angetroffen? Nun, die beste Freude ist doch die Vorfreude, nicht wahr? Ihr sprecht wahr. Doch ist sie auch eine Folter. Wenn man das, was man begehrt, so dicht vor sich hat. Doch ist noch nicht an sich nehmen kann. Ich werde nun die Stunden zählen und mich noch einmal gründlich mit dem Waschbottich bekannt machen. Und dann freue ich mich so sehr, euch zu sehen. Am besten wartet ihr direkt im Nachtgewand auf mich, dann sparen wir ein wenig Zeit. Oh, Estella, das werde ich genauso tun. Kommt ihr zu mir? Klopft ihr an meine Türe? Auf jeden Fall will der Prinz Sie heute ganz nein, das wäre viel zu auffällig, nicht, dass uns jemand sieht. Ihr habt recht, Estella, ihr seid so klug. Im Wald hinter dem Turm des Magiers in der Nähe. Oh, das ergibt Sinn, denn ein wahrer magischer Ort ist es, da wo wir uns aufhalten und die Welt würde sehen, oh, woher kommt die Magie, sie muss von zwei wahren Liebenden stammen, wer sind sie, diese Liebenden? Aber wir tarnen uns im Schatten des magischen Turms, wo die Magie eh schon so groß ist, dass unsere Liebe nicht weiter auffallen wird. In der Tat. Nun, man sollte uns hier beide nicht zu lange zusammen sehen. Ich gehe nun weiter meines Weges. Sie haben völlig recht, Frau Estella. Nehmen Sie diesen gehauchten Kuss. Ich freue mich auf euch. Dumm. Die Stimme erkenne ich wieder. Hängt ihn, zieht ihn, knöpft ihn auf und dann erhängt ihn noch einmal, wenn ihr ihn habt. Wieso werden hier ständig Leute erhängt? Ich wollte zu nach Hause. Hat jemand den Magier gesehen? Der Schändliche. Nee, den suche ich auch. Ja, selbstverständlich bin ich mir sehr darüber im Klaren, dass das Hause von Weberlichingen sich stets durch die Intrige definiert und natürlich ist durchaus eine sehr naheliegende Möglichkeit, dass die gute Estella mich hinters Licht führt, aber die Liebe, sie lässt sich nicht aufhalten. Schauen wir mal. Ist das hier die Kneipe? Ja. Achso, ich wollte ja noch so ein... Bitte, ich kann sie so schlecht verstehen. Die Kapelle ist so laut. Wo ist nochmal das Haus von denen? Da.
Kann ich hier irgendwo... Ich darf hier nichts anbringen, ne? Nur an meinem Haus wahrscheinlich. Darf ich mir das Pferd mal angucken? Mist, ich darf auch am Haus nichts anbringen. Das hat nicht funktioniert. Ist auch mein Haus. Ja, auch nicht. Ach, das ist ja blöd. Ah, ich dachte, ich kann ja was anbringen. Ah, hier, warte, da geht's. An der Tür geht's? Hm, das ist ja mysteriös. Wieso geht das denn nur an der Tür? Friedo von Lien. Der Esteller von Esteller ist von Größe Interstellar. Und ihr Glanz der Augen, das kann man kaum glauben, ist um Welten noch viel heller. Vielen herzlichen Dank. Luke Lexi, Volkolinchen, Chuck. Vorhin, vielen Dank. So, ich glaube, okay, ich kann das da nicht anbringen, das ist natürlich ein bisschen schade. Aber da oben an der Tür, also wenn ich das jetzt... Can't deploy on door. Ja, okay, nee. Geht nicht, darf ich nicht. Muss dann irgendwie der Zimmermann machen. Und hier. Ah, ja, hier darf ich. So. Dann malen wir mal ein schönes Bild. Das hängen wir dann hier auf. Und zack. Zack. Nicht mehr, welche Haarfarbe hat Estella? Hm. Guten Abend. Guten Abend. So. Was habe ich für eine Haarfarbe? Schwarz, ne? Oder? Und Bart habe ich auch, ne? Oh, man sieht gar nichts wegen der Reflexion. Ich sehe überhaupt nichts, ich sehe gar nicht mehr, was ich da mal. So. Oh ne, das müssen wir. Das funktioniert nicht. Zu dick. Machen wir unten. E plus W. So. Oh, hab ich mich eingesperrt. Wir könnten natürlich jetzt auch wirklich auch ein schönes Gedicht schreiben. In der Zwischenzeit. Ach, das ist. Komm, wir schreiben mal ein Gedicht. Dann können wir ihr gleich ein Gedicht vorlesen. Das können wir jetzt zusammen machen. Auch auf die Gefahr hin, dass sie natürlich, dass wir Opfer einer heimtückischen Intrige werden. Aber wir haben noch, haben wir nicht hier noch 1000 Zettel? Das hier zum Beispiel. So. Kuli Wex
ist verantwortlich. Okay, das können wir später machen. So, also. Estelle. Wie die Sonne, so hell. Estelle. Wie die Sonne, so hell. Meine Liebe. Ups. Meine Liebe. Überschwemmt. Das ausgetrocknete Tal der Leidenschaft. Und lässt die Rosen neu erblühen. Erblühen. Meine Liebe überschwemmt das ausgetrocknete Tal der Leidenschaft und lässt die Rosen neu erblühen. So, was nehmen wir denn? Leidenschaft. Erblühen. Machen wir darauf, reimt sich. Verfrühen. Blühen ist ein schwieriges Wort. Erstrahlen. Lässt die Rosen neu gedeihen. Lässt die Rosen neu gedeihen. Ging ich diesem Flügelschlag der Liebe nicht nach, stieg ich nicht hinauf in die Höhe. Ging ich diesem Flügelschlag der Liebe nicht nach, stieg ich nicht hinauf in die Höhe der was haben wir noch? Der Estella wie ein Stern so hell wäre ein besserer Anfang. Heißt sie Estelle oder Estella? Estella wie ein Stern, okay. Wie ein Stern so hell? Estelle wie ein Stern so hell. Ihr habt recht, das ist natürlich vom Reim her viel besser. Also Estelle wie ein Stern so hell. Estelle, wie ein Stern so hell. Estelle, wie ein Stern so hell. Meine Liebe überschwemmt das ausgetrocknete Tal der Leidenschaft und lässt die Rosen neu gedeihen. Ging ich diesem Flügelschlag der Liebe nicht nach, stieg ich nicht hinauf in die Höhe der Lust. So machte ich mich schuldig am Leben selbst. Denn wozu hat uns Gott auf die Welt entsandt, um nicht zu leben? Und wer hat je gelebt, wenn er die Liebe nicht umarmte? Nee, wo er nicht die Liebe, wo er die Liebe. Ach Gott, wo er die Liebe nicht. Warte, wo waren wir stehen geblieben? Ich muss erstmal lesen, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Also, Estelle, wie ein Stern so hell. Meine Liebe überschwemmt das ausgetrocknete Tal der Leidenschaft und lässt die Rosen neu gedeihen. Ging ich diesem Flügelschlag der Liebe nicht nach, stieg ich nicht hinauf in die Höhe der Lust, so machte ich mich schuldig am Leben selbst, denn wozu hat uns Gott auf die Welt entsandt, wenn nicht
um zu leben, um zu... wenn nicht, um zu leben. Und wer hat je gelebt, wenn er die Liebe nicht... die Liebe nicht sucht, die Liebe nicht empfängt. Nee, empfangen ist zu passiv. Wir brauchen ein aktives Wort. Wenn er die Liebe nicht verfolgt, nachstellt, empfängt, ist nicht gut. jagt. Wenn er die Liebe nicht jagt, wenn er die Liebe nicht... Ja, jagen ist ein aktiver Akt. Wenn er lief frönt, ja. Wenn er die Liebe nicht... Wenn er die Liebe nicht ergreift. Ja, ja, ja. Wenn er die Liebe nicht ergreift. Wenn er die Liebe nicht ergreift. Mit schwungvollem Griff. Oh, ich habe hier so ein Kabel auf der Taste. Ey! Was? Nein! Ist der Text weg? Nein! Oh, was ist das? Der Text ist weg! Nein! Aber warte, da war der Türk. Türk hat's mitgeschrieben. Ich muss mal kurz hier, ich mach mal hier, ich kann so nicht schreiben, hier bin so richtig gebimselt hier auf meiner Tastatur. Aber hier, Türk hat's, pass auf. Wir machen nochmal neu. Also, Estella. Du schmeckst besser als Nutella? Nein. Estella. Du bist noch süßer als Nutella. Dein Licht erstrahlt so hell und schön. Dein Licht erstrahlt so hell und schön. Die Liebe, der Liebe ist, der Liebe Hauch. Ah, ja, vielen Dank. So heiß wie Föhn. So heiß wie Föhn. Estella, du bist süßer als Nutella. Dein Licht erstrahlt so hell und schön. Der Liebe Hauch so heiß wie Föhn. Ich wälze mich in wildem Schlaf. Wünschte dich in mein Gemach. Vielleicht reicht es auch, wenn wir kurz hier miteinander hinter dem Haus. So dumm. Warte, wo waren wir denn? Ausgetrocknet liegt das Tal der Leidenschaften, der Leidenschaft. Ausgerechnet liegt das Tal der Leidenschaft in stetger Qual. Können wir mal ein paar Reime noch mit reinnehmen, ne? Also liegt das Tal der Leidenschaft in stetger Qual. Die Liebe ist ein... Haben wir schon. Ungezähmt. Der Leidenschaft... Ungezähmt. Ergießt... Der... Liebe Strom sich, was oder wünschte sich in einem gemacht. Ausgerechnet liegt das Tal, der Leidenschaft entsteht grad Qual. Ungezähmt ergießt der Liebe Strom sich, Leidenschaft haben wir schon, sich mutig, nee, sich
Wollust, mutig ist okay. Sich mutig, ungezähmt ergießt der Liebestrom, sich mutig. Dom. In Gottes Dom. Ungezähmt ergießt der Liebestrom. Dom. Strom, Dom. Brom. Warte, wir müssen mal diesen Text ja einmal kopieren. Jetzt vergesse ich, was ich geschrieben habe. Ey. Warte. Probieren. So, wo wart ihr stehen geblieben? Boom. Der Hoff und Boom. Das ist gut. Ungezähmt ergießt der liebe Strom sich mutig. Strom und Nähe umstimmen. Und Nest. Die Welt im Namen Boom. Ach, ist das herrlich dumm, oder was? Maurice, okay. Ein schändlich ist der Mann, nee, das ist jetzt zu viel. Schändlich Schurken, schändlich, weil er unterließ. Sein Name ist Maurice. Maurice stieß, blies, verließ. Glücklich wirst du sein, weil du Maurice verließ. Nein. Zwischen den Zeilen eher, ne? Der Weberknecht, Weberlichingen, Weber ist ein Eber. Wie wär's mit Eber? Und letzte Welt im Namen Boom. Ein Schwein nennt man auch Eber. Alternativ sagt man auch Eber. Ein Schwein. Ach, sie ist schon wieder. Ach, tut mir leid. Nein. Ein Schwein, das nennt man. Ein Schwein, das nennt man Eber. Alternativ sagt man auch Weber. liiert mit zwei I, so, liiert, ist das so richtig? Liier dich nicht mit dem Getier. Folg dem Liebespfad zu mir. Zu mir. Okay, es ist eventuell ist es auch nicht die allergrößte Lyrik und Poesie. Estella, du bist noch süßer als Nutella. Dein Licht erstrahlt so hell und schön, der Liebe Hauch so heiß wie Föhn. Ich wälze mich in wildem Schlaf, wünschte dich in meinem Gemach. Ausgetrocknet liegt das Tal, der Leidenschaft entsteht gar Qual. Ungezähmt ergießt der Liebestrom und nässt die Welt im Namen Bohm. Ein Schwein, das nennt man Eber, alternativ sagt man auch Weber. Liehe dich nicht mit dem Getier, folgt dem Liebespfad zu mir. Okay. Ja gut, Föhn und ja, Nutella ist natürlich, ihr habt recht, es gibt in der Zeit natürlich kein Nutella. Deswegen müssen wir das ändern. Aber ich finde, Föhn kann man wahrscheinlich schon sagen, weil ein Föhn ist ja auch. Sagt man nicht auch so, ist Föhn nicht auch eine Bezeichnung für Wind einfach? Ich denke schon.
Also Estella. Ella, Ella, Ella. Also machen wir das weg. Dein Licht erstrahlt so hell und schön. Der liebe Hauch. Hat hier irgendjemand den Magier gesehen? Alle suchen den Magier. Föhn ist ein warmer Wind, das passt. Schreibt man Föhn ein... Warte mal, schreibt man Föhn? Schreibt man doch so. Warte mal, Föhn? Föhn. Schreibt man Föhn, schreibt man doch so, ohne H. Dein Leben dein Licht erstrahlt so hell und schön, der liebe Hauch so heiß wie Föhn. Ich wälze mich in wildem Schlaf, wünscht dich in meinem Gemach. Wünschte dich in meinem Gemach. Wünsch mich dir in meinem Gemach. Ausgetrocknet liegt das Tal, der Leidenschaft entsteht gar Qual. Ungezähmt ergießt der liebe Strom und lässt die Welt im Namen boben. Ein Schwein, das nennt man Eber, alternativ sagt man auch Weber. Lier dich nicht mit dem Getier, folgt dem Liebespfad zu mir. Gut. Wo ist der Magier? Der warme Wind ist mit H, also Föhn. Hat jemand den Magier gesehen? Wir suchen den Magier. Mit H? Echt mit H? Wieso? Kennt ihr das manchmal, wenn man so ein Wort sieht und denkt so, warte mal. Und man findet nicht zu dem... Er war nicht anzutreffen. Man findet nicht zu dem Wort. Okay, also so, ja? Föhn ist nicht mehr gültig, ist Föhn. Ihr könnt euch auch nicht einigen, ne? So oder so, ihr müsst euch mal einigen, Leute. Wir machen gleich ein Vote. Aber wenn ihr das selber nicht wisst, dann entlastet mich das natürlich auch ein Stück weit. Gut. Mit H, alles klar, ihr seid alle so. Estella. Ist der Bürgermeister zu Hause? Oh. Ja, Sekunde. Warte, wie kann ich das jetzt... Wie sorge ich jetzt dafür, dass das so stehen bleibt? Ihr habt es ja... Ja, der Bürgermeister. Guten Tag, Herr Sival. Hallo, Herr Bürgermeister. Ich hätte ein dringendes Anliegen. Und zwar müsste ich einen Brief versiegeln, ne, der an das Königshaus gehen soll. Ja, selbstredend. Und da benötigen Sie meine Hilfe, werter Herr. Da Sie eine der wenigen Familien sind, die noch ein Siegel besitzen und der Postmeister nicht anzutreffen ist, dachte ich, Sie könnten mir weiterhelfen. Ah, ja, werter Herr, nun, der König ist etwas eigen und wenn ich jetzt mein Siegel drunter setze und der Inhalt des Briefes erzürnt den König, so würde diese Wut auf mich zurückschlagen. Ich verstehe. Dann werde ich versuchen, einen anderen Weg zu finden. Von wem ist dieser Brief denn, werter Zival? Dieser Brief stammt von einem besorgten Bürger. Mehr kann ich da nicht sagen. Der ist quasi anonym gezeichnet. Ah, nun, wenn dieser Brief anonym gezeichnet ist, bedarf es auch kein Siegel des Bürgermeisters. Das würde lediglich einen falschen Eindruck erwecken. Weißt du zufällig, wo der Magier ist? Es muss sichergestellt werden, dass dieser Brief wirklich nur dem König unter die Augen kommt. Das ist das Problem. Ich verstehe, Herr Zival. Nun, Sie könnten mich mit dieser Aufgabe betrauen. Da bräuchte ich einige Informationen, wenn Sie im Gegenzug auch einen Brief für mich anonym abliefern würden. Das kann ich natürlich tun. Dann kommen Sie doch kurz hinein. Eine Sekunde bitte. Ich muss in meinen Unterlagen wühlen. Nein! Das ist ja wirklich alles weg! Warum? Nimm den. Haben Sie zufällig ein Papier? Ich bin des Schreibens nicht mächtig. Ich müsste einen weiteren Brief eben holen. Ich habe den einen dabei. Ah, dann laufen Sie und dann muss ich Ihnen was diktieren, werter Herr. Das nicht so? Können Sie schreiben? Natürlich. Ah, dann erwarte ich Sie gleich. Okay, kann jemand von euch mir das nochmal posten, was ich da geschrieben habe? Hat das zufällig irgendwer mitgeschrieben oder so? Ich bin mir sicher, wir haben jetzt Zeit, bis der gute Postbote wiederkommt. Hat das zufällig irgendwer? Irgendwer. Was machst du denn damit? Da habe ich einen Tropfen auf meinem Brillchen.
Da wird sich doch jemand finden, der dieses ein... der dieses Stück Poesie... Nee, ich hab das nicht kopiert. Ich dachte, dass das... Ich hab das total vergessen, dass ich ja nicht schreiben kann und deswegen das automatisch resettet wird. Ah, kommen Sie rein. Oh, Tök, du geiler Typ. Herr Zibal, ich würde Ihnen etwas diktieren. Ich bin des Schreibens nicht mächtig. Sind Sie in der Lage, mitzuschreiben? Ja, natürlich, natürlich. Ja, ich... Sind Sie soweit? Ja, ich wäre soweit. Es ist übrigens sehr wichtig, Herr Zibal, äußerste Diskretion zu wahren. Äußerste Diskretion. Natürlich. Soll ein Absender für diesen Brief... Nein! Sein, wenn dieser versiegelt wird, ist ja nur noch... Um Gottes Willen. Oder hier irgendeine Boot... Ach, du meine Güte. Was ist denn das? Schnell, schauen wir nach. Ein Angriff! Ein Angriff! Das scheint vom... Entdeckung! Kommen Sie schnell hinein! Das scheint sicherer zu sein. Kommen Sie, wir können aus sicherer Entfernung das Schauspiel... Ah, ich befürchte, hier kommen wir nicht hinein. Ah, wir müssen in den anderen Turm. Kommen Sie schnell, Herr Zibal. Das war der Magier, das war kein Turm, das kam vom magischen Turm. Kommen Sie schnell mit. Der Hofzauberer hat den Prinzen angegriffen. Ja. Ab mit dem Kopf des Magiers! Hier kann man in Sicherheit... Holt die Fackeln und die Mistgabeln! Der Angriff scheint beendet worden zu sein, aber jetzt ist der Mager im Kreuzfeuer. Herr Zibal, wir müssen dringend, dringend den Brief beenden. Und dann, kümmern wir uns um diesen Angriff, ja, natürlich, aber... Natürlich, natürlich. Dieser Brief hat Priorität. Bitte hören Sie zu. Achtung! Dein Licht erstrahlt so hell und schön. Der liebe Hauch so heiß wie Föhn. Ja. Haben Sie? Ja, ja, ja. Gut. Möchten Sie das Ganze in Gedichtform, in einzelnen Zeilen, oder ist das... Ja, ja, bitte. Ich wiederhole. Dein Licht erstrahlt so hell und schön. Absatz. Der liebe Hauch so heiß wie Föhn. Punkt. Absatz. Ich wälze mich in wildem Schlaf, wünschte dich in meinem Gemach. Okay. Haben Sie? Da sprechet er mir, wer war das? Ja, ja. Ausgetrocknet liegt das Tal der Leidenschaft. Nein, ausgetrocknet liegt das Tal, Komma, Absatz, der Leidenschaft entsteht gar Qual. Das muss der Dritte sein. Ich verstehe. Ungezähmt ergießt der liebe Strom, Komma, Absatz, und nässt die Welt im Namen Bohm. Ja. Punkt, Absatz. Die Stimme. Ein Schwein, okay, das nennt man Eber, Komma, Absatz. Halt, stopp. Alternativ sagt man auch Weber. Aber erst Punkt, morgen Absatz. Alle in Reihe und Glied aufstellen. Okay. Und liier dich nicht mit dem Getier, Komma, Absatz. Folgt dem Liebespfad zu mir. Nun, Punkt. Absatz. Lücke. Dein Verehrer. In ewiger Liebe, dein Verehrer. Aber erst ab morgen. Weg mit dir. Nein, ist sie nicht. Haben Sie? Könntet ihr das noch einmal vorlesen? Sorry, ja, ich wollte, ja, in einem versiegelten Brief ist nur der erste Absatz zu lesen. Soll dort noch etwas Spezielles in die Zeile? Nun, vielleicht als erste Zeile. Für mein Stern Estella. Nichts. Nein, für mein Stern Estella. Für meinen Stern Estella und dann eine Lücke und dann beginnt das Gedicht. Kommt in die nähere Auswahl auf die linke Seite. Nein, nicht die, das andere links, Trottel.
Trotteline. Sehr gut. So, das hätte ich. Würden Sie so liebenswürdig sein, werter Zival, und es mir noch einmal vorlesen? Auswahl zu der anderen. Natürlich, sofort. Für meinen Stern Estella. Dein Licht erstrahlt so hell und schön, der liebe Hauch so heiß wie Föhn. Ich wälze mich in wildem Schlaf, wünschte dich in meinem Gemach. Sag er den Satz, aber erst ab morgen. Ausgetrocknet liegt das Tal der Leidenschaft. Moment, das ist gar nicht so einfach mit so einem langen Brief. Ich verstehe. Nun geh er gespinnt und lange, lass ihn mir den Gardisten da, ich komme alleine klar. Der Leidenschaft in stetiger Qual. Ja? Ungezähmt ergießt die Liebe. Okay. Ungezähmt ergießt der Liebe Strom. Diese beiden, die anderen können gehen. Diese beiden. Und irgendwie ist da der Brief. Ich weiß nicht, ob das in der Länge überhaupt funktioniert. Das scheint. Sie haben da nicht in Vollständigkeit zu übermitteln sein. Nun, es gibt, wenn Sie da so. Wissen Sie, die Stadtwache hat ja so Pfeile, ne? Und ich habe mal gelesen, dass der Pfeil nach unten kennzeichnet, dass man sie verstehen. Ja, ich verstehe. Ich hatte das auch schon, aber ich probiere das nochmal. Moment. Nun gut, auf zum König, schnell, schnell. Unser Vater wurde verletzt, Prinzessin. So, jetzt ungeziemt ergießt der liebe Strom. Ungezähmt. Ungezähmt, ja, richtig, richtig. Und nässt die Welt im Namen Bohm. Wir sollten uns der Raute zuwenden. Ja? Ein Schwein, das nennt man Eber. Alternativ sagt man auch Weber. Gut. Liier dich nicht. Moment. Mit dem Getier. Folge dem Liebespfad zu mir. Ganz, ganz toll. Gezeichnet dein Verehrer. Ganz toll. Auf sie ist Verlass jetzt die Wahl. Ungezähmt ergießt der Liebe Strom. Selbstverständlich ist das Wort Liebe ein Substantiv. Und nicht ein Adjektiv. Verstehen Sie? Also Liebe wird groß geschrieben. Es ist der Liebe Strom. Und nicht. Natürlich. In diesen Briefen ist die Groß- und Kleinschreibung tatsächlich nicht von Relevanz. Die kommt beim Entnehmer sowieso nicht an. Das ist gut, weil ich bin des Schreibens ja gar nicht mächtig. Herr Zival, herzlichen Dank. Übermitteln Sie bitte diesen Brief äußerst diskret und anonym an Estella von Weberlichingen. Und wenn Sie mir im Gegenzug Ihren Brief geben, dann bringe ich ihn alsbald zum König. Könnten, ja, natürlich. Es ist wichtig, gut, Sie können ja. Ich reite sofort. Halt sowieso anonym, ich verstehe. Könnten Sie diesen versiegeln oder vielleicht finden Sie den Postmeister auch dafür, denn der Inhalt darf wirklich nur dem König zu Ohren kommen. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich werde Ihren Wunsch erfüllen. Dank. Herr Zival, nun eilen Sie davon. Die Schwingen der Liebe, sie flattern schon ganz eifrig. So, jetzt muss ich mal kurz Beta-Gaming machen mit euch, weil ich nämlich nicht weiß, wie das geht mit dem Versiegeln. Könnt ihr mir da mal helfen? Ich glaube, es gibt irgendeinen Befehl, den man im Chat eingeben muss. Ich weiß nicht mehr, wie das... Ist das der Brief, den ich jetzt bekommen hatte? Nein. Jetzt muss ich erstmal checken, welcher das ist. Das hier war... Ah, das ist das. Welchen habe ich gerade... Ah, ja, das hier. Okay, warte, jetzt muss ich erstmal runterscrollen, weil ich eben noch das Gedicht offen hatte. So.
vertraulich an den König. Darf ich das überhaupt lesen? Ich kann doch eigentlich gar nicht, ich weiß es nicht. Im Magierturm befinden sich menschliche Schädel und Knochen, dort scheinen unheilvolle Experimente stattzufinden. Ja, keine Ahnung. Es gibt irgendeinen Befehl. Ach, wie war das denn noch? Warte mal. Es gibt irgendeine Möglichkeit. Ich guck mal, ob ich was finde im Discord. So, warte mal. Vielleicht hier? Irgendwo habe ich was gelesen. Aber vielleicht seid ihr schneller als ich. Ah, okay, das kann sein. Einfach mal, pass auf, wir machen mal Folgendes. Jetzt haben wir das ja in der Hand und jetzt / versiegeln. Ihr müsst den Siegelstempelgriff bereit haben. Oh, okay. Aber hoffentlich ist der hier irgendwo in meinen Amtsgeschäften. Das sind einfach nur Kisten, da wird er aber nicht drin sein. Okay. Habe ich denn überhaupt ein Siegel? Da! Oh, geil! Huch, was sind das für Briefe? Keine Ahnung. Ich habe meinen Siegelstempel dabei. Das ist ja der Hammer. Und jetzt? Yes! Hammer! Hammer, Hammer, okay. Dann reiten wir zum König. So. Tür zu. Und auf zum König. So, warte mal. Muss ich kurz mal eben schauen. Postamt? Nee. Hier lang. Hier muss aber die Fackel wieder in die Hand. Jetzt hier war es doch, ne? Hier ging es doch zum Königshof. Wo sind denn eigentlich alle? Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ja, das sieht gut aus. Seid gegrüßt, werte Wachen. Seid gegrüßt, Herr Bürgermeister. So. Ist der jetzt hier, kann der jetzt hier essen und trinken? Ja, sehr gut. Pferd ist abgestellt. Herr Bürgermeister, wen suchen Sie denn? Den König. Ich habe einen Brief, einen versiegelten Brief abzugeben. Herr König ist gerade noch beim Magier und nicht hier. Ah, am Magierturm? Soll ich dort mein Glück versuchen, werter Wachenmann? Wenn es sehr eilig ist, ja. Ansonsten können Sie gerne hier im Burghof warten. Ich werde mein Glück erst einmal beim Magier probieren und zur Not wieder herkommen, denn es ist etwas eilig. Herzlichen Dank. Selbstverständlich. Ja, dass der Bürgermeister nicht lesen kann, ist natürlich eigentlich ein bisschen schwierig. auch für das Dorf so ein bisschen. Für das Schicksal des Dorfes. Haben sie sich euch wohl. Glaube ich besser, wenn man einen Bürgermeister hat, der lesen kann. Ergibt ja schon irgendwie Sinn, ne? So, mal gucken, ob ich ihn da treffe beim Magierbaum. Oh. Wir müssen zu den anderen. Wo sind denn auf einmal alle? Jawohl, der Bürgermeister. Dankeschön. Auch gleich noch mit wegmachen. Was? Die wollen mich wegmachen? Sie vergessen sich komplett. Ah. Ja, ich vergesse mich, weil ich Informationen habe und ich brauche meinen Bruder. Tun, das kann man mal nicht beeinflussen. Das ist mir egal. Ich schleiche mich einfach nach oben. Ich halte dafür. Ich habe heute im Dorf den Leuten geholfen. Mehrere Leute könnten dies
Halt! Ihr unterstellt mir etwas und dann ist diese Aufgabe. Guten Abend, werter Wachmann. Was wollt ihr? Ich habe einen versiegelten Brief für den König. Wäre das ein Tag. Versiegelnden Brief für den König. Ihr seid dafür verantwortlich. So reiche er ihn mir. Mir wurde explizit. Der König befindet sich gerade in einer privaten Audienz. Ich würde ihn reichen, wenn ich in Sichtweite ersperren könnte, dass Sie den Brief auch persönlich dem König übergeben. Es ist eine delikate Angelegenheit und nur für seine Augen bestimmt. Er steht direkt dort vorne, das sehen Sie von hier. Ah, das ist gut. Dann gebe ich Ihnen den Brief und Sie überreichen sie dem König? Aber wäret ihr heute Morgen nicht aufgestanden, wäre das auch nicht. Jawohl. Und ihr könnt mir nicht daran die Schuld geben, dass ihr heute Morgen aus dem Bett aufgestanden seid. Das ist wieder nur eine... Werter Wachmann. Ein Fehler, dass der König... Bitte sagen Sie dem König nicht, dieser Brief ist vom Bürgermeister, er ist lediglich mir übergeben worden, damit ich ihn versiegel und aushändige an den Herrn... König, mit dem ich ein gutes Verhältnis habe, ich bin nicht Verfasser dieses Briefes. Von wem ist dieser Brief? Nun, ich bin lediglich der Bote. Ich habe keine Ahnung von wem und auch der Inhalt ist mir natürlich gänzlich unbekannt aufgrund des Briefgeheimnisses. Ich wurde lediglich gebeten, als Bürgermeister diesen Brief an den König weiterzuleiten. Auf das morgen alle im Bette bleiben? Ist das euer Vorschlag? Verstanden. Ich gebe ihn so weiter. Einen schlechten Vorschlag, einen Tag im Bett bleiben, es würde uns allen mal ganz gut. Der Henker sagt, dass wenn ihr morgen nicht aufsteht, der Tag des Todes funktionieren könnte. Das ist die größte Beleidigung, die ich jemals vernommen habe. Hallo Tomeus, ich respektiere eure Fähigkeiten, Menschen zu töten, auch wenn dies heute äußerst kläglich gescheitert ist. Aus der Entfernung beobachte ich, ob das alles so funktioniert. Mein Freund war in eurer Majestät. So, wir müssen natürlich unser Date, dürfen wir nicht vergessen, um 10. Wir sind fertig hier. Zurück zur Burg. Eure Königlichkeit. So, dass ihr nicht erschreckt, wenn ihr zurückkehrt. Der fiese, unsichtbare Drache, der besiegt worden ist vom König und auf gar keinen Fall dumme Feuerbälle von dem Magier waren, haben das Schloss beschädigt und einige Banner zerstört. Es liegt leider außerhalb meiner Macht, dich zu ersetzen. Du wirst dir über Nacht beibringen, diese Banner zu ersetzen, sonst wirst du gehängt. Sehr gut, das klingt wie eine vorzügliche Idee, eure Hoheit. Großartig. Eine Nacht ohne Schlaf für dich. Mein König, ich habe hier einen versiegelten Brief für Sie bekommen. So händigt ihn mir. Diesen habe ich von dem Bürgermeister bekommen, allerdings wurde dieser ihm nur zugetragen. Er wollte mir nicht verraten, von wem. Herr König, vielleicht hören Sie mir einen Moment zu. Ich weiß, wo sich der Leichnam Ihrer Frau befindet. Macht es kurz! Was? Sprich! Ich weiß, wo sich der Leichnam... Ich habe eine Rüstung verkauft und der Herr konnte nicht zahlen, aber im Tausche gab er mir die Information, es war ein Fremder, wo sich der Leichnam ihrer Königin befindet. Was tut es da? So sprecht wo? Im Schloss. Er ist im Schloss versteckt, aber ich kann nur anhand dieser Beschreibung Ihnen zeigen, wo dieser Raum sich befindet, wenn ich dort bin. Wo sind meine Berater? Moment, ich muss selber nicht beraten. Hat er den Brief natürlich vergessen? Nein, er ist dort unten, ja. Meine Prinzessin. Zu viele Questlines. Gut, dann begleitet ihr uns ins Schloss. Solltet ihr irgendwelchen Schabernack treiben, werdet ihr sofort auf der Stelle hingerichtet. Oh, ich werde schweigt nichts aber tun. Still. So sei es. Von Bomhoff! Mein König. Kommt! Wie König. Ihr befiehlt, mein König. König! Was? Ich habe neue Neuigkeiten, tut mir leid. Das Volk versammelt sich auf dem Dorfplatze und ist aufgewiegelt von der Wahrsagerin und sie wollen Lynchmord betreiben. Ich glaube gegen sie. Alter, der arme König, ey. Der wird gespammt mit Questlines. Bomhoff, kommt mit! Alle mit! Wie ihr befehlt, mein König. In ewiger Treue folge ich ihren Worten und ihren Füßen. Steigen Sie auf, mein König. Ihr fährt. Das ist meins, ne?
Ich wollte Ihnen hinten helfen auf dem Pferde und mich. Auf zur Burg! Der Pöbel versammelt sich, um die Burg anzugreifen! Ja, Vater! Schnell! Ja, meine Rede! Sehr wohl, findet euch in der Burg ein, werte Frau. Boah, wo ist der König da vorne? Entlang? Ah. So. Im royalen Gefolge unterwegs. Das ist da auch mal nett. Alarm! Alarm! Wer ist das? Ich danke euch! Ein Adeliger! Er bittet um Einlass! Lasst ihn rein! Ich bin euch zu Dank verpflichtet! Lasst den Adeligen passieren! Rand und Band! Das ist okay. Nicht den Pöbel! Den Pöbel nicht! Den Adeligen jetzt! Wo ist Mauritius? Ja. Eure Majestät, es ist Wahnsinn! Sie haben sich um die Wahrsagerin geschart und wollen den Magier stürzen! Mauritius, wie seht ihr aus? Was tragt ihr dort? Ich war auf Jagdausritt, um eine Erbschaft in Grund zu nehmen und wurde von einem wilden Bär angefallen. Also. Und nun bin ich froh, gerüstet zu sein, denn beinahe hätte der Pöbel mich vom Pferd gezerrt. Nun, der Helm lässt euch aussehen wie ein Tölpel. Besorgt euch einen besseren. Selbstverständlich. Herr von Weberlichingen! Ich bin auf das Geheimnis. Wie ist eure Majestät geziemt? Hatte ich Ihnen nicht gesagt, der Pöbel wird es auch auf Sie abgesehen haben? Verlacht haben Sie mich! Ich hatte Sie gewarnt! König, mein bester Freund, ist die Person hinter mir von Ihnen beauftragt, hierher zu kommen? Bohmhoff! Ihr seid es, die den Pöbel im Griff haben sollten! Ihr seid Bürgermeister! Der Königin wäre hier irgendwo versteckt! So, führet uns dorthin! Wo ist Vater? Dein Vater? Die Person sagte, es gibt eine hintere Tore zum Wasser, ein Ausblick, eine Terrasse. Vater. Zu dieser Tür müssen wir. Folget mir! Geh ich da einfach mal mit? Zum König, ja. Lady Martina. Vater, dir natürlich Ehefrau, wie schön, dass ihr komplett ohne mein Zutun und jede Rücksichtnahme meinerseits trotzdem den Weg ins Dorf gefunden habt. Ich bin ins Schloss, ich bin begeistert. Nun, an der Seite des Knechtes bin ich sicher. Das ist der beste Knecht im ganzen Dorf. Da siehst du, Bohmhoff. Nicht alle Knechte sind so schlecht wie deiner. Wohl wahr, wohl wahr. Vater. Aber ich habe keine Augen für den Knecht. In der Gegenwart dieser bezaubernden Schönheit. So waren meine Sinne verloren. Ich sehe nur noch eins und ich höre nur noch eins und ich rieche nur noch eins und ich spüre nur noch eins. Und dieses Eins, das trägt den Namen, den ich nicht sagen darf. Aber sie weiß, wie er heißt. Könnt ihr nicht mal in dieser Stunde, der Stunde der Revolution, auch nur einen anständigen Gedanken fassen, ihr Liederjan, ihr Lustmolch, ihr Erzschuft? Lustmolch. Herr Weberlichingen, es gab eine Zeit, da blickte ich auf Sie herab und war voller Zorn. Doch jetzt blicke ich hinab und ich sehe Sie nicht mehr, so wie der Storch den Biber nicht mehr sieht, wenn er hoch in die Luft entsteigt, um seine Freiheit und seine Großartigkeit zu genießen. So bleibt der arme, nagende Biber zurück an seinem erbärmlichen Damm und staut das Wasser und nagt das Holz und fühlt sich ganz bieberig. Vater, was redet der Mann? Ich glaube, der Verlust seines Dieners und seiner Würde hat ihm dem letzten Rest von Verstand geraubt. Und ich glaube, wir sollten keine weitere Minute mit ihm und Der lasst uns dem König hinterher eilen. Wo ist der König hin? Dort vorne. Nun, ja. Richtig. Lassen wir ihn davonziehen, den alten Knauser. Wir haben ihn vertrieben. Jetzt sind wir ganz allein. Bitte, seid doch nicht so auffällig. Estella. Ich muss ihm folgen, das ist mein Ehegatte. Habt ihr meinen Brief erhalten? Lasst den David auf nicht raus.
In der Tat habe ich ihn erhalten, aber ich kam noch nicht dazu, ihn zu lesen, weil es eine, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber eine große Revolution stattfindet gerade. Die Revolution des Herzens spült alle anderen Revolutionen hinfort. Herr von Weberlichingen, da sind Sie ja bereits. Sie haben Ihre Frau ganz alleine gelassen. Sie törichter Narr. Nun, wie soll ich sagen, er hat mir das Ohr abgekaut, dass ich hier nicht mal wegkommen konnte. Ich bin einfach zu höflich. Du kennst mich, mein Ehegatte. Nun, wahrlich, niemand, kein Mann von Anstand sollte seine Frau offensichtlich mit Ihnen alleine lassen, Bohmhoff. Da haben Sie wohl recht. Das wäre ja so, als würde man einen köstlichen Kürbis mit seinem Ross alleine lassen, in der naiven Hoffnung, das Ross würde sich zurückhalten können. Gibt es. Vater, was spricht der Mann? Ja, Sie sind dumm und gierig wie ein Pferd, Bohmhoff. Schön, dass ihr es selbst erkannt habt. Doch was? Ich hörte Gerede von einem Schriftstück. Habt ihr meiner Frau etwa einen Liebesbrief geschrieben, Bohmhoff? Seid ihr euch für nichts zu schade? Herr von Weberlichingen, Sie verstehen von Briefen noch weniger als von der Liebe. Was reden Sie denn da von Dingen, die Sie nicht kennen? Das ist ja Potzblitz. Vater! Dieser Mann gehört nicht hierher. Nicht in unsere Familie. Natürlich gehört er nicht zu unserer Familie. Das wäre doch eine Schande. Bitte. Lasst uns. Er wurde mit Kot beworfen. Danke. Wie ich sehe, haben Sie ein Auge für Kot. Das ist Ihnen sicherlich in Ihrer heimischen Stube im Hause Weberlichingen des Häufigeren untergekommen. Vater, er verspottet uns. Das ist nicht nötig. Bohmhoff, ich... Ihre Existenz ist Spott genug. Oh Bohmhoff, werden Sie... am Freitag im Turniere, werden Sie es bringen? Wahrlich? Gibt es irgendetwas Wichtigeres? Ich will mich nicht über diesen Mann befassen müssen. Es gibt vieles Wichtigeres als der Herr von Bohmhoff, also davon mal ganz abgesehen, aber es... In der Tat. Es wäre vielleicht also für den Turniertag das Beste, wenn wir dort die Streitigkeiten mit den anderen Adelshäusern beiseite legen würden, bis zum Turniertag. Ich glaube, das wäre effektiv. Ist das euer Ernst? Während sich alle gegenseitig im Dorf aufspießen, streitet ihr euch hier über einen Wettkampf? Herr der Bürgermeister? Wo ist überhaupt Ihre Frau? Ich komme gerade aus dem Dorf. Ich wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Ich wurde gejagt. Und ihr Nun, seid hier oben der König beim König und versteckt euch und verkriecht euch. Nein, man, Nun, nein, nein, ich bin aber, damit wir in Sicherheit sind, werden. Herr von Elsterling. Ich nenne es einfach feige. Verkrochen habt ihr euch, verkrochen. Wie die Ratten an einer brennenden Scheune. Ich bin gerade hergekommen. Gekommen oder geflohen? Nachdem ich hier fortgejagt wurde. Wie immer, Elsterling. Da muss ich ausnahmsweise Herrn von Weberlichingen recht geben. Wo sie herkommt, bei den Bauern. Dafür schäme ich mich nicht. Sie hat immer noch mehr Anstand und Manieren als Sie. Das mögen Sie gerne glauben. Haben Sie gerade die Dame Estella beleidigt? Dass wenigstens Sie nicht auch noch Gefallen an meiner Frau finden. Wenigstens nur ein lüsterlicher Schuft in dieser Adelsrunde. Heiliges Pack, damit gebe ich mich jetzt hier nicht ab. Wir haben ganz andere Probleme. Zu den Waffen, Herr von Elsterling, zu den Waffen! Wie konnten Sie es zulassen, dass dieser Bauerntölpel Ihre Frau beleidigt, Herr von Weberlichingen? Ihr habt auch gerade Sie beleidigen meine Frau bereits die ganze Zeit, Bohmhoff. Ja. Sie unverschämter Bengel. Und sollten Sie es auf die Reihe bringen, beim Turnier einen Champion zu entsenden, wird mein Champion beim Turnier den Ihren für die Ehre in den Boden rammen, ungespitzt. Fürwahr. Selbstverständlich benötigten Sie dafür einen Champion. Sie selbst wären ja nicht mal in der Lage, eine Kaulquappe zu besiegen.
Mein Vater hat es nicht nötig. Ihr Vater hat im Allgemeinen von vielem sehr wenig. Gut befleckt, wie sie sind, Bohmhoff. Lieber würde ich diesen Kothaufen dort unten anfassen als Sie, Bohmhoff. Das denke ich auch, so kenne ich Sie. Eine Leidenschaft für Kot. So möchte ich das. Öffnet das Tor. Dieses Gespräch ist zu albern geworden. Mich deucht, wir sollten uns in den Bergfried zurückziehen und vielleicht einmal uns um die Verteidigung des Reiches kümmern, wie es die Pflicht des Adels ist, nachdem Sie als Bürgermeister schon so versagt haben, dass zuerst Ihr eigener Hausdiener und dann das gesamte Dorf aufbegehrt. Möglicherweise, wenn die Raute uns gnädig ist, wird dies dem König zeigen, dass Sie dieses Amt nicht verdient haben und ein würdigerer Adeliger es bekleiden sollte. Und wer sollte dieser würdigere Adelige sein? Fällt Ihnen da etwa jemand ein? Sie schmieriger, intriganter alter Mann? Es scheint ja wohl offensichtlich zu sein, von wem er spricht. Wahrlich, aber selbst Sie, Bohmhoff, haben das ja schon begriffen. Was passiert? Doch was passiert vor den Toren? Ein Reiter. Er reitet auf die Elsterling-Art. Zu Fuß? Das sah furchtbar aus in der Tat. Wahrlich, die Elsterlinge können nicht einmal reiten. Schießt! Oh, wir sollten in den Burgfried, die Herren. Wir sollten in den Bergfried, für wahr. Flüchten Sie nur! Das ist das falsche Pferd. Mein Herr, das ist das falsche Pferd. Was meinst? Für wahr. Sehr gut, dann nur nicht abstand. Wer ist da im Busch neben euch? Falls ihr ein weiteres Auge braucht oder ein weiteres Ohr, dann meldet euch bei mir. Jawohl. Nun denn, lasst uns reiten. Ich sehe aber viel mehr als drei. Begebt euch in Sicherheit, werte Eltern. Wollen Sie etwa mit Ihrem Gaul in den Sie Palast? Wohl, Bohmhoff. Ich hoffe, der Pöbel reißt Sie in Stücke. Das Einzige, was sie noch weniger haben als Manieren, ist Ehre. Mit dem Pferd in den Palast hinein zu galoppieren. Wenn hier steht, wird der Pöbel es vielleicht nicht bekommen. Herr von Weberlichingen. Welch prächtiger Anblick. Ich warnte Sie vor dem Pöbel und vor dem Aufruhr, der in den Herzen des einfachen Volkes aufbegehrt. Aber Sie in Ihrer Hybris... Sie wollten es nicht sehen, sie verlachten meine Warnungen und jetzt flüchten sie sich wie ein feiger Fuchs hinter die Mauern des Königs in seinen Schoß hinein. Und sowas nennt sich Edelmann und sowas wagt es über mich, den amtierenden Bürgermeister zu richten, dass ich nicht lache. Bohmhoff, als ich hier ankam, waren Sie doch schon da, obwohl es doch Ihre Aufgabe gewesen wäre, diese Revolution im Keim zu ersticken. Ich bin an der Seite des Königs geritten, dort wo ich hingehöre, in sein Gefolge, bereit mein Leben zu geben für unseren Monarchen, um ihn zu schützen, um möglichst meinen Leib zwischen ihn und den wütenden Pöbel zu schmeißen. Und wo waren Sie, Herr von Weberlichingen? Wo waren Sie? Ich wünschte, Sie hätten Ihren Leib dem Pöbel vorgeworfen. Auf diese absurde Aussage muss ich erstmal einen Apfel essen. Ich hoffe nicht vom Pferd, so wie es Ihnen sonst so gut schmeckt. Sie sind widerlich, Bohmhoff. Wo ist eigentlich der König? Das ist eine berechtigte Frage. Die erste gute, Herr von Weberlichingen. Ich mache mir große Sorgen um unseren Monarchen. Vielleicht sollten wir für den Moment unsere Zwistigkeiten nun etwas beiseite schieben und dem großen Ganzen diesen Zwist opfern. Super! Wartet, einen Moment. Im Kern. Junge Dame, er heißt übrigens Gorgurius, nicht Gregorius. Och, das ist mein bester Freund und König. Verbessere nicht meine Tochter. Mein bester Freund und König. Ich möchte mich zu erkennen geben, weil ich. Achso, Gregorius ist da. Mag auch. König vor den Pforten des Schlosses warten die Heiligen. Estella! Was war das? Der Kirche. Habt keine Angst. Gehört?
Ich hab's gehört, werte Dame. Hab keine Angst. Ich bin bei Ihnen und beschütze Sie. Aufgeklärt zu haben. Ihr wurde die, sie hat ein Schweigegelübde abgelegt oder die Zunge wurde rausgeschnitten. Nein, beide Gerüchte geben her. Lassen Sie die Dame Estella in Frieden, sonst bekommen Sie es mit mir zu tun, Sie ungehobelter Wüstling. Estella, sehr gute Idee. Sehen Sie dieses Gefängnis dort? Sehen Sie das Verlies? So wie dieses Verlies, die armen Seelen beherbergt, so ist auch mein Herz gefangen. Und den einzigen Schlüssel zu dieser Zelle, den tragt ihr bei euch. Ich erflehe euch, öffnet die Türe, lasst es hinaus, lasst die Liebe erblühen. Wir sollen hier vor. Verschwindet hier, was macht der niedere Adel hier? Hopp, hopp. In den Thronsaal und hier nicht stehen bleiben. Wir sorgen uns um den König. Wie geht es dem Monarch? Richtig. Sie sorgen sich nur um das Wohl ihrer Lenden, Bohmhoff. Ich dachte, wir hatten gerade den Zwist beigelegt. Sie können keine 2 Minuten ohne Zankereien auskommen. Ich hörte sie doch. Kaum, dass ich mich zum König gesellte, baggerten sie wieder an meiner Frau herum, sie schändlicher Lustmolch beilegen. Welch Lüge, welch Frevel. Vielleicht sollten wir näher zum Thron gehen, die Herren. Zu Pötte, hol sie geschwind. Natürlich. Nun, mein König, Mauritius von Weberlichen, er bittet um eine Audienz. So sprechet, bevor der Rest eintritt, eintrittlicherweise. Mein König, lasst euch nicht einlullen von der Heilerin und der Wahrsagerin, dass sie den Trubel aufgeklärt hätten. Ich selbst war Zeuge im Dorf, wie sie ihn angezettelt haben, wie sie das Volk einschworen. Meine Rede. Über das Haus und wie sie sich verschworen, die Hexe zu holen, um der Magie eures Magiers ihre Magie entgegensetzen zu können. Lasst euch nicht von ihnen allen lullen, mein König. Sie wollen euch und den Magier stürzen. Mhm. Äußerst interessante Informationen. Wenn ihr euch umdreht, seht ihr jene Person, die ihr beschuldigt? So tretet er vor, Frau in Weiß, Frau in Bunt und Mann mit dem seltsamen Symbol um den Halse. Ja. Seid gegrüßt, mein König. Auf die königliche Stufe, Vater. Auf den Audienzteppich! Auf den Audienzteppich! Kniet nieder. Auch uns hat's. Auf die Knie, ihr unverschämten Revoluzzer! Ruhe! Auch uns hat die Märchenstunde gerade belustigt. Schön, dass auch wir daran teilhaben durften und nicht nur ihr unterhalten wurdet. Das Dorf ist in Aufruhr und wir haben alles Nötige gesagt, um das Dorf zu beruhigen. Mit Mistgabeln ausgestattet wollte jeder Bewohner des Dorfes eben gerade in den eigenen Tod laufen. Nämlich auf den Magierturm zu, um den Magier zu stürzen, nachdem dieser das Dorf mit Feuerbällen beschoss. Wir haben uns zusammengetan, um alles... Ich war Zeuge. Okay. Ich frage mich, mit welchen Mistgabeln... Alle Mistgabeln wurden eingesammelt auf Geheiß des Königs. Den Auftrag habe ich vorhin erteilt bekommen und ausgeführt. Es sind keine Mistgabeln mehr im Dorfe gewesen. Es waren 50. Werter Lord Kommandant, hattet ihr auch den Pöbelausstatter kontrolliert, der ja dieses fahrlässige Mistgabelgestüte verkaufe und vergebe? Mein Vater hatte mir aufgetragen, die Jäger und den Ausstatter davon auszuschließen. Jawohl, mein König. Ich hatte den Ausstatter. Gnädiger König, so frei zu sprechen? Nun. Schweiget alle still und höret die bunt angezogene Frau. Habt Dank, gnädiger König. Nun, es trug sich dermaßen zu. Wir haben natürlich niemals gedacht, dass ihr diese Feuerbälle auf uns niederprasseln ließet. Wir dachten auch nicht, dass der Magier es sein sollte.
Doch das gesamte Volk denkt es. Und so mussten wir sie beruhigen, denn auch der Bade sang das Lied des Pöbels, wie es zum Schlosse marschieren sollte und euch niederreißen soll. So, hört mir zu. Wir müssen zusammenarbeiten, wir alle. Entschuldigt. So, haltet ein und höret, lauschet meinem Zeugnis über die Vorfälle des heutigen Abends. Es trug sich zu, dass ich beim Magier war, auf ein Pläuschchen, ein Teetässchen, als die Bestie den Turm attackierte und mit Feuerbällen um sich spie. Mit all meiner königlichen Macht und Autorität vermochte ich es, das Biest zu verscheuchen und das Dorf erneut zu retten. Dies trug sich zu. So, verkündet die Kunde. Weder der Magier noch ich hatten auch nur im Entferntesten mit den Feuerbällen zu tun. So, ich wollte nur eine Klarstellung herbeiführen und nun sprecht weiter. Eine kurze Frage. Vernehmet jemand noch außerdem, dass der König gar sehr stottere oder bin nicht ich es nur der Prinz? Nur Sie sind es, Herr Prinz. Nun, ich lege mich kurz. Der König hat sich mit perfekter Klarheit ausgedrückt, wie immer. Ja, ja. Der König ist unfehlbar, selbstverständlich. Wir werden die Kunde verbreiten, mein König. Jedoch bin ich mir nicht sicher, ob das Verbreiten der Kunde ausreichen wird. Eure Majestät, wenn ich sprechen dürfte? Lass die weiße Frau sprechen. Ich bin die Heilerin im Dorf und das gesamte Dorf, ob adelig oder Pöbel, besucht mich regelmäßig und erzählt mir, nun, sie schütten mir regelrecht ihr Herz aus. Nicht nur über körperliche Wehwehchen, auch über geistliche und über ihre Stimmung und... Sie spielt das gut. Sie gefällt mir. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass fast jeder im Dorf aktuell sehr negativ gestimmt ist gegen die Wachen und gegen die Brutalität des Königshauses. Sie behaupten, sie würden nun willkürlich agieren und sie fühlen sich nicht sicher und beschützt, sondern eher tyrannisiert von ihnen. Wir konnten gerade so einen riesigen Aufstand aufhalten, denn die Menschen wären lieber tot, als weiterhin unter dieser Tyrannei zu leben. Nun, wenn ihr weiterhin... Versprach ich nicht am morgigen Tage, den Tag der Friedfertigkeit zu vollführen? Ist es zu viel verlangt, dies waren ihre Worte, lang königliche Brutalität zu ertragen? So sollen sie aufhören zu pöbeln und zu revolutionieren und die königliche Gewalt hinzunehmen. Ja, jetzt wie ihr es sagt, der Tag des Friedens eingeläutet werde. Ja, sie macht es echt gut. Hört, hört! Warte hoch auf den König! Unendlich weise. So hoffen wir, dass König dies ausreichen wird. Hoch lebe der König. Erlaubt mir eins. Wenn ich noch etwas einwerfen dürfte. In den Kerkern. Was? Ja, so werfet. Oh, wäre es denn vielleicht angebracht, dass das Königshaus noch mehr mit dem Hause der Raute zusammenarbeiten würde? Denn ich glaube, das Volk benötigt noch mehr geistige Führung. Habt ihr meine geistigen Fähigkeiten gerade angezweifelt? Ist meine geistige Führung nicht genug? Wolltet ihr das sagen? Eure Niemand geistige Durch... würde euch anzweifeln, König. Ja, eure geistige Führung, eure Durchlauchtheit ist ganz famos. Nur wisst ihr, es ist manchmal vielleicht besser, wenn der Pöbel dem Pöbel vertraut. Und nun, wer wäre pöbeliger als der Vater? Ihr schlagt also vor, der verlängerte Arm des Königshauses zu sein, um das Volk zu bändigen? Habe ich das richtig vernommen? Das habt ihr richtig vernommen, mein König. Und wir haben eben gerade, obwohl von unseren Vorrednern mit spitzer Zunge behauptet wurde, es wäre anders, haben wir eben gerade alles daran getan, um den Pöbel zu beruhigen und um so zu tun, als wenn wir auf ihrer Seite stehen würden, um die Gemüter runterzukochen und einen Aufstand zu verhindern. Nun,
Waffelkaninchen und Klapster auch. Kapster, Entschuldigung. Vielen herzlichen Dank euch auch. Ihr dürft gleich sprechen. Ihr Vorschlag klingt eigentlich akzeptabel, jedoch benötige ich einen Beweis eures Vertrauens. Ich kann euch nicht vertrauen ohne einen Beweis. Wenn ihr es schafft, mir einen Beweis zu erbringen, einen wahrlichen Beweis, der mich dazu bewegt, euch zu vertrauen, dann können wir weiter in jenen Plan besprechen. So sei es. So, nun sprechet. Mauritius, alter Freund. Mein König, diese Scharlatane und angeblichen Wunderwirker präsentieren eine gänzlich fälschliche Version der Ereignisse und ihres eigenen Strebens. Erst gestern versuchten die Heilerin und die Wahrsagerin, mich für einen schurkischen Plan zu gewinnen, indem sie dem Magier einen Wahrheitstrank einflößen wollten, auf dass er irgendwelche imaginierten Verbrechen gestehe. Und heute schlagen sie sich mit diesem falschen Prediger gemeinsam auf die Seite des Pöbels und stachelten ihn an und predigten in der Stadt, dass sie Magie gegen Magie wenden wollten und die Hexe aus dem Sumpf herzerren wollten, um sie gegen den Magier zu wenden, obgleich doch der Magier eindeutig in der Gunst eurer Majestät steht. Lasst euch nicht einlullen von diesen falschen Worten, mein König. Und welch absurde Idee, dass der Pöbel gebändigt werden kann durch noch mehr Pöbel. Nur die starke Hand eurer Majestät und des Adels vermag es, Frieden zu schaffen in diesen Landen. Das ist die natürliche Ordnung der Dinge. Und ihr redet hinter meinem Rücken. Oh. Und Kadergast, ihr seid es, der hinter dem Rücken der Leute aufgetaucht ist. Dasselbe wollte ich auch sagen. Mein König, darf ich uns verteidigen? Mit Waffengewalt? Vater! Nein. Nein, Vater! Natürlich nur mit Worten. Die Prinzessin! Ja, mein Kind! Was ist hier los? Nun, das ist ein wenig zu viel, um es zu erklären. Setz dich hin und halte die königliche Schnute und lausche. Der Leichnam der Mutter, ja. Nun. Das hört sich natürlich jetzt gerade alles sehr grauselig aus dem Munde des werten Adligen an. Und ich möchte auch noch fragen, wollt ihr wirklich mir vorwerfen, dass ich mich gegen euch verbünde, wenn ich euch auch noch Hilfe geleistet habe mit meinen Wahrsagungen? Aber nun gut. Nun, die Erbschaft war eine Farce, die ihr mir vorhergesagt habt. Eine Lächerlichkeit. Er hat ganz umsonst seine Mutter ermordet. Das ist ja wohl kein Vertrauensbeweis. Jemand über die Straße zu helfen, ist ja kein Vertrauensbeweis. Was erlaubet ihr euch? Eine Wahrsagerei, eine Scharlatanerei als beste Freundschaft auszulegen? Ich glaube, es hackt im Walde die Axt gewaltig. Nun, Kommandant, schweiget. Ich gebe euch recht, Kommandant. Da habe er recht und der König ist bestimmt der gleichen Ansicht. Eine wahre, ehrliche Tat ist es zum Beispiel, das Dorf von wilden Schweinen zu befreien, wie ich erst einen Tag zuvor getan habe, nicht wahr? Zu dem, Herr König, mögen wir uns an gestern erinnern, da wo durch Zufall der Pfaffe hier ebenso mit eben jener Geschichte aufzuwarten wies, dass das böse Volk auf dem Weg zum Schlosse sei und wieder mal die Fenster oder die gekreuzten Striche, was auch immer, wieder dazu bereit waren, dieses böse, böse Volk, wie es die ganze Zeit ja durch Zufall ausgelegt wird, zu besänftigen. Für den König. Das spielt den Pfaffen dort unten ziemlich gut in die Hände, finde ich. Nun, für wahr. Das mag wohl alles sehr stimmig klingen, doch sagte uns gerade nicht der König, dass weder der Magier noch der König selbst an dem Feuerwerk heute teil waren? Nun, da wir das vernommen haben, werter Herr Adel, sind wir natürlich nicht einmal mehr auf diesem Plan aus, dass wir dem Magier diese Wahrheitsserum einpflanzen wollen. Es ist für uns lediglich wichtig, ihr gesteht also, dass ihr auf diesen Plan auswart. Habt ihr das Geständnis gehört? Denn ich will vollkommen ehrlich vor dem König sein. Ich dem Magier Wahrheit. Ich höre. Ich möchte vollkommen ehrlich vor euch sein, werter König.
ihr habt mir das Wort gegeben, dass weder ihr noch der Magier an dem Feuer heute schuldig wart. Das bedeutet, ich werde all meine Pläne gegenüber dem Magier verwerfen, den ich nun mal als Angriff auf das Könighaus gesehen habe. Ich dachte, er wäre euer Feind und würde euch untergraben, aber ich lag falsch. Und ich bin vollkommen in eurem Dienste. Ihr werdet mich nie untergraben, Kadergast. Natürlich nicht, eure Hoheit. Ich werde den Zauber zu begraben. Das. Nun, meine Sorge war ganz groß um euch, werter König. Doch nun, wo ich weiß, dass es nicht so ist, stehe ich vollstens in eurem Dienst. Unsere aller Sorge. Die Kunde im Dorfe. Ob der Ereignisse des heutigen Abends und der Unsinnigkeit des Aufstandes, auf das er beigelegt werden würde. Mein König, auf ein Wort. König, ich bin um Erlaubnis, sprechen zu dürfen. Ach Mann, was? Ihr bückt euch auch für jede Münze, oder Magister? Wie ihr sicherlich wisst, war ich gestern auf Patrouille im Dorf. Und unter anderem auch bei der Kirche der Raute zugegen. Ich habe leider im Dunkel der Nacht nur ein paar wenige Worte vernommen, die recht eindeutiger Natur waren. Und es klang, als ob sie planen würden, das Volk von Haus aus schon aufzuwiegeln. Dann hielt er mich, der Priester, in ein recht langes Gespräch, um mich davon zu überzeugen, sich ihrem Kult anzuschließen. Und dann vernahm ich das Geräusch, das recht eindeutige Geräusch von Fliegen und den Gestank von Leichen. Nun, ich würde diesem Herrn nicht vertrauen. Nein, der war nicht zugegen. Aber das ist natürlich ein guter König. Bin ich mal gespannt. Ja, mein König, wenn es euch beliebt, mein Diener hat entsprechende Informationen, die er ebenfalls, die glaube ich hier helfen könnten, wenn ihr ihn hören mögt. Er ist nur von gemeiner Geburt, aber er ließ mir interessante Dinge zukommen in jenem Moment. Eventuell so, machen wir eines nach dem anderen. Mann sprechen. Selbstverständlich werdet ihr an unserem Hause den Geruch von Fliegen und Leichnam wahrnehmen. Es ist so, dass direkt hinter unserem Hause sich ein Friedhof befindet. Und unmittelbar in der Nähe befindet sich das Haus des Totengräbers, bei welchem eure eigenen Wachen Dinge gefunden haben, die nicht jedermann sehen sollte. Füße in einem Schuppen, abgetrennt. Wer weiß, je nachdem, wie der Wind steht, ist es durchaus möglich, dass wir in unserem Hause unangenehmen Geruch wahrnehmen können. Und ja, auch da hat eure Wache durchaus recht. Ich habe mich mit eurer Wache unterhalten und habe ihr angeboten, sich der Heiligen Raute anzuschließen. Doch niemals wollte ich eure Wache abwerben und für mein Haus gewinnen. Denn auch unser Haus konnte, wie heute bei der Messe bereits gesagt, nur durch eure Hand erbaut werden. Wir sind lediglich für das Seelenheil da. Wir sind keine Konkurrenz zum Königshaus. Sir Edwin, und euer konspirative Worte. Das lag. Was denn nicht? Wie so Tölpel? Jeder weiß, dass der Pöbel stinkt. Also, der aber die Tatsache, es war Geflüster das davon, das Volk aufzuwiegeln, mein Lord. So werfen. Ihr werdet wohl dem König keine Widerworte geben. Eure Weisheit ist größer als das Schloss, es tut mir leid. Bringet den Mann in eine Zelle! Lasst nicht meine Autorität untergraben! In ihre Zelle! In ihre Zelle, in Herr eine König! Zelle! Nicht in meine Zelle! Gut. In eine Zelle! In die königliche Zelle! Nicht in die andere Zelle! In die linke königliche Zelle! Nicht in das mittleren Zelle! Das weiß doch jeder! Die Worte, die er vernommen haben mag, mögen. Wer hat das gesagt? Mögen stimmen. Ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein, mein König, wir alle drei wären nicht hier, wenn uns nicht daran gelegen wäre, ehrlich mit euch sprechen zu können. Manchmal, in seltenen Fällen, so wie es auch eben auf dem Dorfplatz der Fall gewesen ist, muss man so tun, als wenn man sich auf die Seite des Pöbels schlagen würde,
um den Pöbel von Schlimmerem abzuhalten. Es ist nicht das erste Mal, dass ich hier stehe vor euch, um euch darüber in Kenntnis zu setzen, dass ihr euch in Acht nehmen solltet. Dass ihr vielleicht eure Wachen positionieren solltet, weil man euch schaden möchte, weil es einen Aufstand gibt, so wie es eben gerade der Fall gewesen wäre. Und selbstverständlich, und noch da, haben die Spitzenzungen hinter mir nicht unrecht, stehen wir mittendrin, sind jedoch diejenigen, die hier vor euch knien, um euch darüber in Kenntnis zu setzen. So sagt mir mein König, welchen Grund könnten wir haben, hier vor euch zu knien, in eurem Hause, und uns zu rechtfertigen, wenn uns nicht daran gelegen wäre, euer Haus zu schützen. Mein König, darf ich darauf antworten? Umgeben von Lug und Betrug? Als ihr Bürgermeister. Nicht von mir, Vater. Nun gut, so lasset den Bürgermeister sprechen. Nun, ich muss mich etwas beklagen. Zum einen über Vater Valentin, den ich eigentlich sehr schätze. Doch wir alle wissen doch, seit jeher muss die Krone ihre Macht mit der Kirche, mit dem Klerus teilen. Und wie zwei Wölfe ringen sie um die Muttermilch Gottes. Und wir sind hier in einer Situation, dass die Kirche ganz offensichtlich den Pöbel kontrolliert. Und sie möchte ihre Position neben ihnen, eure göttliche Königlichkeit, natürlich stärken und an Einfluss gewinnen und an Macht. Und je mehr sie den Klerus an den Thron heranschleichen lassen, desto größer und gieriger wird ihr Hunger nach Macht. Also mein Rat als ihr Bürgermeister, sehen Sie sich vor. Und eine zweite beunruhigende Entwicklung möchte ich noch mit Ihnen teilen. Werter Monarch, wie Sie sich vielleicht erinnern, war ich gestern hier in Ihrem... Wollet ihr dieser buckligen Brotspinne dem Dorfvogt noch ein wahres Wort abnehmen, der gesagt hatte, dass unsere heilige Königin noch mal mehrmals sterben sollte? Hattet ihr die Worte vergessen, die ihr gesprochen hattet in der Kirche? Wie bitte? Das ist ein Missverständnis. Ich bin hier vorgetreten, um Ihnen genau dasselbe zu fragen. Herr König, der Mann, der meiner verstorbenen Frau einen zweiten Tod wünschte, steht hier. Mein liebster König, dass ich ihm auch nur ein Wort Glauben schenke. Ich möchte mich ganz herzlich vor Gott und im Namen der Krone entschuldigen. Selbstverständlich war meine Zunge lediglich von Trauer umnebelt. Ich wollte sagen, es ist eine Schande, dass die Königin erst sterben muss, damit man dieses liebliche Lied voller Schmerz und Sehnsucht in der Kirche erklingen lassen kann. In dem Moment war ich so hingerissen, dass ich mich falsch ausgedrückt habe, und niemand quält das mehr als mich. Seit diesem Moment mache ich mir große Vorwürfe und ich krieche vor Ihnen und bitte um Vergebung. Er lügt! Prinz, entscheidet ihr, wie wir mit dem Mann verfahren. Dass nun, eure Zunge nicht beim Lügen bricht. Ich als Lord, also als junger heranwachsender Lord, der wohlgesprochen, jawohl. In vielen, vielen weiteren Jahren, bis der König irgendwann verschieden ist, den Thron regiere, hoffentlich. Nehme hiermit folgendes Urteil in Kraft. Der Dorfvogt, der so fies gesprochen habe, solle sein Gesicht in den Pranger pressen für das Geschehen am morgigen Tage. Und er solle vom Volke, das er geehret habe, nun gar wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch bestraft werden, denn mit seiner Gesichtsgrätsche soll er ja aufwarten am Pranger. Der Tag des Friedes, junger Prinz, ich unterbreche nur ungerne, auch gerne. Der Tag des Friedes wurde vom König morgen ausgerufen. Es wäre äußerst unklug. Wir könnten heute noch. Es ist ja eine gar friedliche Bestrafung, denn er wird ja gar friedlich an den Pranger gestellt. Und wenn das Volk so friedlich ist, dann werde ja kein faules Obst oder kein Dung-Shit oder auch gar irgendwas anderes Kruppzeugiges auf ihn geworfen, oder? Nun, wenn ich dazu was sage, Ich habe da einen Einwurf. Die Prangerung auf den übermorgigen Tage verschieben. So, nun,
angesprochen. Ich hätte da noch einen Einwurf, denn ich weiß, dass der Herr von Bohnhof sich einfach hier in das Schloss verzogen hat, während das Dorf beinahe verbrannt ist. Nun, ich denke, das Volk hätte damit gar kein Problem, wenn er am Tag des Friedens im Pranger hängen würde. Werte Frau, Ihre Zunge speit üble Lügen aus. Und wissen Sie was? Ihre königliche Hoheit hat Ihre Lügen ebenfalls durchschaut. Denn im Moment des Angriffs, da befand ich mich an der Seite unseres Monarchen, da wo ich hingehöre. Ich schützte mit meinem Leib neben seinen Stadtwaffen, wachen sein Leben. Erinnern Sie sich, Herr König, wie ich Ihnen den versiegelten Brief am Turm des Magiers übergab und wir gemeinsam geritten sind, Seite an Seite, so wie es sich gehört. Und was wollen wir jetzt mit dieser infamen Lügnerin tun? Nun, ihr seid doch der Lügner, der sagt, man solle den Klerus nicht an den Thron lassen, aber dann vor Gott schwören wollt. Das ist euch leicht, was ihr gesagt habt. Darum geht es Ihnen. Sie tragen mir das nach. Ihr habt recht. Sie tragen mir es nach, dass ich den König darauf hinwies, dass der Klerus sich einen Thron neben der göttlichen Monarchie sichern möchte. Dabei ist Ihr Plan doch so offensichtlich. Und nun wollen Sie mich verunglimpfen. Ja. Nichts läge uns ferner, mein König. So erklärt, warum sollten die Heilerin, die Wahrsagerin und ich eure Mauern aufsuchen? Wenn wir danach streben würden, einen Thron neben euch zu haben, nichts läge uns ferner. Das Einzige, was uns am Herzen liegt, sind die Bürger. Was diese spitze Zunge behauptet... Trete zur Seite. Ich höre nur diesen drei Gestalten hier weiter zu. Wartet! So lasset diese drei Gestalten hier zu Ende reden. Hat einer von uns jemals den Eindruck erweckt, eure Autorität untergraben zu wollen, mein König? Ungefähr 27 Berichte wurden mir am gestrigen Tage zu Ohren getragen von euren verräterischen Königssturzplänen. So zumindest kam es an meine Ohren. Also ja. Sag ich doch! König, erläutert uns diese Königssturzpläne, die wir unterbreitet haben. Im Volke. Ich bin der König und kein Erläuterer. Zweifelt ihr meine Worte an? Dann. Oh nein! Dann kann ich euch das vielleicht erklären. Dass ich davon höre. Ich frage mich. Dann kann ich euch das vielleicht erklären, mein König. Ihr wollt es erklären? Wie es dazu kam. Seid ihr etwa vom Erklärus? Ich möchte es erklären. Ein großartiger Spruch, mein König. Das ist ein großartiger Scherz. Wortgewandtheit. Meine Liebste. Eloquenz, Eloquenz. So, Erklärer, vom Erklärus erkläret. Wollen wir uns von dannen schleichen in die Nacht? Offenen Karten spielen. Gestern haben sich einige Ereignisse. Was wagt ihr hier von meinem Ehegatten hierzu? Also, Herr von Bomhoff, wirklich ein nettes Angebot, aber das so ist es so, dass am gestrigen Tage euer Sohn zur Beichte in unser Haus kommen wollte. Bevor dieser eintraf, ist es so gewesen, dass uns zu Ohren kam, dass einige Bewohner des Dorfes einen Aufstand gegen das Königshaus planen. Als uns das zu Ohren kam, haben wir den Aufstand in unser Haus eingeladen, um auf den Aufstand einzureden, um diesen zu verhindern. Der Aufstand war gegen das Königshaus gerichtet. Und wir hatten nun ein Problem. Zeitgleich mit dem Aufstand traf der Prinz persönlich in unserem Hause ein, um Beichte abzulegen. Jetzt ist es so, dass wir den Prinz mit allen Mitteln schützen mussten. Also haben wir den Prinz mit in unsere hinteren Räume begleitet, um diesem Kleidung zu geben, welche ihn nicht als Prinzen identifizieren lässt, und haben ihn gebeten, auf den Bänken unseres Hauses Platz zu nehmen und sich für diesen kurzen Augenblick unter das Volk zu mischen, damit der Prinz in Sicherheit ist. Und
diese so, wütende das Meute, das, die... Sagt. Das hat der Prinz doch gestern erzählt. All dies. Ist das, also das stimmt, das habe ich so... Ja, das, genau so, also das, ja. Um diese wütende Meute davon abzuhalten, auf den Prinzen loszugehen. Der Prinz selber konnte mit anhören, wie wir genau das getan haben, was wir euch eben gerade erzählt haben, uns auf die Seite der wütenden Meute zu schlagen, um diese dennoch davon abzubringen, das Königshaus anzugreifen. Der Prinz ist zwischendurch ein bisschen in, ja, aufgebracht gewesen, würde ich sagen, weil er uns unterstellte, nicht das Nötigste zu tun, um die aufgebrachte Meute von ihrem Plan abzuhalten. Dennoch hat genau das funktioniert und es gab keinen Angriff gegen das Königshaus, weil wir mit nötigem Feingefühl die Leute davon abbringen konnten. Nun, ich werde meinen Sohn dazu befragen. Ja, sprich. Ich glaube, da muss ich widersprechen, so wie Ihr Sohn dies gestern sagte, nachdem er ins Schloss geeilt kam und uns von allem berichtet hat, Das ist ganz schön kompliziert, oder? Ich meine, ich bin dabei und ich habe Schwierigkeiten, dem zu folgen. Ich höre die ganze Zeit zu. Der wütende Mob ist nach der Predigt entstanden. Genau wie heute. Durch Zufall auch. Erst die Predigt in der Kirche, wo, mein lieber König, ihr habt es selber mit angehört, nicht wirklich ein lobend Wort gegenüber dem Königshause gesprochen wurde, sondern mehr die Missetaten, ich sage mal, eher neutral behandelt wurden und das Volk so aufgewiegelt wurde, was die Ziele sind. Dies weiß auch ich, das wissen vielleicht nur Sie, o Herr großer König, zu ersinnen. Aber was die Ziele dieser komischen, gestrichelten Kirche sind, das weiß man nicht. Aber Ziele haben Sie gewiss, denn ansonsten würden Sie das Volk nicht so gegen euch aufbringen. Mit komischen Worten. Sie sagen es nicht direkt. Erlaubt mir, etwas dazu zu sagen, mein König. Ihr habt eine Minute. Der Prinz, der verkleidete Prinz in Rüstung, möchte euch vielleicht gegen die Raute aufbringen. Eventuell möchte der Prinz ja einmal unter vier Augen mit euch sprechen, um euch das zu berichten, was er mir gestern berichtete. Mein Prinz. Dies wird geschehen. Nun, ich sitze auf... Ja. Nichts läge mir ferner, als Unruhe in euren eigenen Reihen zu stiften. Ach, Mutter. Auch dafür sind wir nicht hier. Aber sagt Prinz, habt ihr eure Mutter getötet? What? Was? Seid ihr es nicht? Plot Twist. Seid ihr nicht derjenige gewesen, mein Prinz, der mich nur aus einem Grunde aufgesucht hat? Nämlich aus dem Grunde, weil euer Gewissen euch plagt. Weil euer Gewissen euch plagt, seid ihr zu meiner Beichte gekommen. Das sagt er. Kommt jetzt, nicht damit zurecht, dass ich derjenige bin, der diese Information teilt. Derjenige, der die Information teilt, okay. Dass ihr Plot den Twist. Weinkelch vertauscht habt und eurer eigenen Mutter einen vergifteten Weinkelch gereicht habt, werft mich auf den Scheiterhaufen, wenn ihr denkt, dass meine spitze Zunge lügt. Werft mich auf den Scheiterhaufen. Aber die heilige Raute lässt sich nicht dafür verantwortlich machen. Nicht dafür verantwortlich machen, dass der Prinz den Mord an seiner eigenen Mutter auf unserem Rücken vertuschen möchte. Vater, so möge ich auf dem Scheiterhaufen brennen. Zu erkennen. Vater, die Scharade, die wir hier spielen, die Posse können wir ganz kurz auflösen. Okay, ist ein bisschen wie Werwolf. Nur dass immer noch eine, es kommt immer noch eine über drauf. Eine Schicht, eine Wortmeldung. Der Wachhauptmann, sollte sich dieser als falsch herausstellen, werden Konsequenzen folgen. Und Köpfe fliegen. Ich werde mit den Konsequenzen leben, mein König. Lasst mich sprechen, Vater. Es ist wahr. Ich habe euer Leben gerettet, Vater.
Und Mutter. Das ist ja ey, wie in so einem Sketch, wo nur ein Reveal den nächsten jagt. Bei meinem Stammbaum. Halte deinen Zorn im Zaume. Junge, sprich weiter. Lass mich reden. Was hat sich zugetragen? Vater, ihr wisst, dass Mutter jeden Abend es geliebte, Wein zu sich zu nehmen. Einen großen Kelch. Und ich wollte an diesem Abend, denn es neigte sich der Geburtstag der Mutter just, wollte ich Mutter etwas Gutes tun und den Wein selber bringen. Und bin in die Küche gegangen, wo der Wein bereits bereit stand, was mich verwunderte. Aber ich habe die Kelche genommen und gesehen, dass der Kelch für euch, der auch mit Wein gefüllt war, natürlich viel schöner, größer und goldener war. Und ich dachte, an diesem Abend ja, an diesem ihrem Abend, stünde Mutter der große Kelch zu. Und dieser Pfaffe unten hat mir gestern gesagt, durch das Vertauschen der Kelche habe ich für euer Leben gesorgt und dafür, dass dem Land kein Leid zugefügt wurde, denn wenn ihr gestorben wärt, wäre es wahrlich noch viel schlimmer geworden. Und so, das klingt nach einem Komplott gegen mich. Ein feiger Mordanschlag gegen mich. Genau dies meinte der Pfaffe auch. Gott. Eine Schande. Genau dies, ich komme nicht mehr mit. Genau ich geb's dies zu. Wurde auch gesagt. Ihr wisst, ich könnte Mutter nie was antun. Schwester, ihr wisst das. Herr Wachhauptmann, ihr lass wisst das doch alle. Lass mich in Ruhe! Du bist nicht mein Bruder! Ihr auch gerade ein Flüstern, ich verzeihe dir, vernommen? Ich habe jawohl, gerade ich auch, von Weberlichen. Die Geister sprachen, was? Dass sie dir verzeihen. Die Geister, ich hörte sie auch. Der Geist der Königin. Ich hab sie nicht jawohl. Gehört. Ich hörte Mutter. Ebenfalls nichts. Für wahr? Mutter. Sohn hört ich vernahm es genau. Ich würde lügen, wenn ich ja Mache sagen Platz. Würde. Ist hier der Vernehmung? Frank. Ich habe es direkt dem gehört, Vogt. Mein Fürst. Hier. Mutter klang gerade männlich. Sprechet, Geister, sprechet, ich höre! Ich rufe euch an, verloren. Geister! Das war die Stimme der Königin, die Stimme! Es gibt keine Magie! Lasst euch nicht veralbern! Nun schweiget! Und lauscht, vielleicht hören wir noch was! Ruhe, wer immer es tut, er könnte aus dem Keller zu euch reden. Hier gibt es keine Geister, eure Hoheit. Oh. Ich werde die Hexe auspumpen. Nur mit der Hexe erlange ich die Wahrheit. Ich würde nicht zu Hexen gehen. Geht nicht, das Lachen ist in die Wälder und in den Sumpf. König. Ich werde die Hexe besuchen. Männer, beschützt die Prinzessin. Meine Tochter ist eure Königlichkeit. Jawohl, wir sind eindeutig von einem Baum. Der Rest bleibt genau hier, wo er... Der Rest bleibt genau hier. Königliche Wache, verschließe er das Tor, bis es nicht geklärt ist, was hier geschehen ist. Und eine königliche Wache verfolge die Prinzessin! Hab ich schon hinterhergeschickt, König Lord! Ich kann das gar nicht fassen. Nun, Hauptmann, heute. Welcher Schandtat sind wir gerade Zeuge geworden? Es ist ungeheuerlich. König, was, wie verfahret ihr? So schweiget an und hört die Worte des Königs! Der König verkündet folgendes Dekret! Hoch! Hast du das vernommen, Junge? Was war das? Was denn, Vater? Was denn? Geht's euch nicht wohl? Hörst du nicht die Stimme in deinen Ohren? Mitnichten, Vater. O König, mitnichten. Lasset mich die Stimme der Geister voll an euch bringen. Sie sagten... Ich hörte sie auch, so erkläret dem Jungen, was sie sagte. Die Stimme sagte, dass ihr reden müsst. Die Stimme sagte... dass ihr nach ihr suchen müsst. Das ist wahr, mein Sohn, ich hörte es auch. Und die Ohren des Königs sind unfehlbar. Ja, gewiss, die sind Vater, aber gewiss. Nicht unfehlbar und rein. Und wunderschön. Nun, Sir Regent, Lord, eure Gnädigkeit, was tun wir denn? Was tun wir denn jetzt nun mit diesen... Ja, dann tue er...
Mein dekretlicher Erlass, den ich dekretlich erlasse, mit dekretlicher Erlassung, lautet wie folgt. Höret! Ich gebe euch, euch dort, euch dreien, gebe ich den Auftrag, die nächsten 3 Monde zu nutzen, um das Volk unter Kontrolle zu bringen und zur Königstreue zurückzuführen. Solltet ihr dieser Aufgabe mächtig sein, sehe ich dies als Vertrauensbeweis. Fertig. So sei es. Sehr sekretisch. Ich bin quasi drauf ausgerutscht, eure Hoheit. Und ihr habt mir gefälligst auch Report zu erwünschen. Der Kommandant der Garde und der Mittelfinger. Halt er die Klappe, der Mittelfinger des Königs möchte von euch einzeln berichtet werden. Einmal von der Kräuterhexe, einmal von der Weisen. Hexe, ich meine Kräuterhexe, ich meine von der Wahrsagerin und von des Bücklings, ist er jetzt wieder... Ist er jetzt wieder der Wachtmeister? Nein, er ist noch der Prinz. Aber er redet ganz anders. Ha? Nun, ich möchte zudem jeden davon abhalten, in den Räumlichkeiten dieses Kirchenhauses, haben Sie gerade einfach die Rollen wieder getauscht? Eine Beichte abzuliefern. Denn so wie ihr es eben gerade gesehen habt, kann der eigene Pfarrer sein Wort nicht einmal 20 Stunden halten. Denn meine Beichte wurde gestern abgenommen. Und er versprach mir, niemanden, gar niemanden, dies zu sagen. Und oh, nun hört... Er hat gesprochen, das, was ich ihm sagte und nun auch euch, mein Vater. So glaubt ihm nicht und gebt nie eine Beichte dort ab. Das Beichtgeheimnis zu brechen ist für wahr eine Schandtat. So rechtfertigt euch. Das Beichtgeheimnis zu brechen mag eine Schandtat sein. Allerdings ist es so, dass wir hier... dass uns hier viel mehr daran gelegen sollte, etwas aufzudecken und aufzuklären, was uns den ganzen Tag begleitet. Doch, es ist so, dass die Leiche der ehrenwerten Königin abhanden kam. Es ist so, Mutter. Dass Beichte oder nicht, ich gestern Informationen darüber erhielt. Jetzt könnt ihr entscheiden, König, nachdem... doch der heiligen Raute eben gerade unterstellt worden ist, euren Platz einnehmen zu wollen. Ist es so, dass das Beichtgeheimnis höher gewichtet ist als ihr? Ist das Beichtgeheimnis höher gewichtet als eure Macht? Dann sei es so. Eine interessante Frage. Dann wird die Kirche in Zukunft... jegliche Beichten für sich behalten und euch nicht über alle Taten informieren, mein König. Mein Sohn, der Mann spricht wahre Worte. Der König steht über dem Beichtgeheimnis. Ihr seid dennoch eine Petze. Ich werde dies im Hinterkopf behalten. Sind wir hier fertig oder hat noch jemand etwas vorzutragen? Mein König, mein Diener. Mit der Hexe in ihr Zimmer gegangen. Euer König. Meine Liebste. Nun, wir werden wohl unser Treffen verschieben müssen auf morgen. Eine Schande. Ich muss euch gestehen, das Feuer der Leidenschaft brennt so heiß in mir. Für einen Moment habe ich gedacht, ich wäre verantwortlich für den Kometenkugelangriff vorhin. Denn auch in mir sieht es so aus, als könnte ich jeden Moment explodieren. König, können die anderen denn sich entfernen aus dem Thronsaale? Ihr müsst euer Feuer zügeln. Der wildeste Hengst lässt sich vielleicht an die Leine legen, aber nichts ist so wild wie meine Liebe zu ihnen. Ihr müsst noch einen Tag gedulden. Ich tue, wie mir aufgetragen. Er sitzt dort. Aber wisse sie, wie unendlich schwer es mir fällt. So als würde man den Sturz eines Kometen auf die Erde vertagen wollen und ihm sagen, so stehe still in der Luft. Es wird so schwer für mich, doch ich tue, was sie von mir verlangen, werte Frau.
Eure Majestät, und ich fühle mich so verbunden mein zu Diener euch, dass ich diesen Schmerz nachvollziehen kann. Zu, aber ich kann daran nichts ändern. Könnten, woher die bis morgen. Noch bis morgen. Feuerbälle heute kamen, die offensichtlich nicht von euch und dem Magier ausgingen und was es mit den seltsamen Leichen auf sich haben könnte. Aber wie viel informativer sollten eure Informationen denn sein, als die von mir gegebenen? Ich als Augenzeuge berichtete bereits, woher sie kamen. Ich vernahm nur, dass sollten sie nicht von euch kamen, eure Majestät. Mit meinen Aussagen decken, wird dieser auf der Stelle hingerichtet wegen Hochverrat am König. So sprecht. Ja nun, Rätselwicht, dein Auftritt. Hab Dank, euer Ehren. Informationen darüber, wo die Feuerbälle herkamen, waren die falschen Worte von meinem Herren. Ich habe Informationen darüber, dass ich ging zufällig nach dem Andacht in der Kirche am Hause der Elsterlings vorbei, wo ich den Müller traf, der gerade menschliche Überreste in den Keller der Elsterlings warf. Oh. Und ich habe ihn dann zur Rede gestellt. Daraufhin meinte er, dass dort der Tod innehielt im Keller und er die menschlichen Überreste dort vorbeibringe, um sie zu füttern. Kurz darauf traf ich dann auch den Edopold von Elsterling im Wald mit der Dame von Weberlichingen. Das kann sie sicherlich mein Wort auch unterstützen. Und daraufhin habe ich ihn darauf angesprochen, ob er davon wüsste, dass der Müller dort Körperteile entsorgt. Und daraufhin meinte der Herr von Elsterling, dass das mich nichts angehe und... Oh. Was passiert schon wieder? Ja, also dass es mich nichts angeht. Ich schütze sie. Es gäbe ja Gründe, warum sein Haus nicht von den Feuerbällen getroffen wurde. Ich habe die Vermutung, er könnte mit irgendwelcher dunklen Magie paktieren, die vielleicht auch die Drachen erklären würden. Ich konnte euch nicht folgen, wer schlüpft wen in wessen Keller? Ja, es wurden Leichenteile von Müller in den Keller der Elsterlings gebracht. Und der Herr von Elsterling weiß anscheinend davon. Zur Kenntnis genommen, tretet weg. Oh. Keine wichtige. Noch jemand? Werter König, wenn ich noch einmal dürfte. Fasst euch kurz, des Königs Ohren sind müde. Das kann ich sehr verstehen. Sie haben viel gehört am heutigen Tage. Aber eine Sache muss noch hinzukommen. Vielleicht erinnern Sie sich, eure Durchlaucht. Ich war gestern hier und habe Sie vor einem Komplott des Pöbels gewarnt. Aber Ihre Ohren waren voller Worte anderer Leute, sodass Sie nicht darauf eingehen konnten. Ich möchte doch aber wohl sagen, dass ich meinem Adelsfreund Herr von Weberlichingen die Warnung aussprach, dass es etwas im Dorf zusammenbrodelt und der König und der Adel in Gefahr sind, worauf mich Herr von Weberlichingen auslachte und davonritt, weil er die Gefahr nicht sehen wollte. Und ich würde an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen wollen, dass ich als Bürgermeister versucht habe zu spüren, was im Volke vor sich geht, aber mein Kollege Herr von Weberlichingen hat mich daran gehindert, dass die Botschaft in aller Ernsthaftigkeit bei Ihnen ankommt. Ich denke, das sollten Sie wissen. Von Weberlichingen, was sagt ihr dazu? In Kurzform. Eine Unverschämtheit und nicht eine Lüge. Solange Bohmhoff keine Beweise für seine Behauptungen hat, der Mann baggert bereits den ganzen Abend meine Frau an, während wir uns hier mit den wichtigen Dingen des Reiches beschäftigen. Er ist offensichtlich unfähig, seinem Amt als Bürgermeister auch nur im Entferntesten gerecht zu werden und sollte zu Recht am Pranger stehen, für wahr. So hört die Worte des Königs. Der König entscheidet hiermit. Auch wegen der frevelhaften Worte gegen die verstorbene Königin des Bürgermeisters wird das Amt des Bürgermeisters überreicht an Mauritius von Weberlichingen. Das kann doch nicht sein. Auf Proben für den morgigen Tage, auf das er sich jetzt würdigerweise. Ich habe gesprochen. Ein Hoch auf den König! Eure Majestät sind weise und gütig. Wenn
jetzt niemand. Das habe ich mit Absicht getan. Denn jetzt hat er keine Zeit mehr. Diese Amtsgeschäfte, die werden ihn völlig verschlingen. Halt, ich bitte niemanden. Befehle ich allen, zu verschwinden. Ich stehe direkt an hier. Sie schäbiger Lust. Entfernt euch aus dem Tonsaal. Sie unverschämte Lunke. Die Wahrsagerin. Nur die bucklige Kräuterwahrsagerin bleibt hier. Entfernt euch aus dem Tonsaal. Die Ohren abgeschnitten. Der König möchte seine Ruhe. Sie schäbiger Lust. Die Waffe runter, der Adel hat nicht den Waffe zu verzerren. Sunny Bear. Ich werde dich schleifen! Das ist mir heute schon aufgefallen, Freund! Oh Gott. Tut mir leid! Möglicherweise ist die Realität gerade für mich mit weniger Bildern pro Sekunde als üblich, aber ich gebe mein Bestes. Ich nehme euch das würde mir in der Nähe des Baumhofs auch immer passieren. Mein Hehlgatte. Eventuell, wo ist das? Wo ist das Pferd? Ach, herrlich. Das Pferd, ich parkte es das doch hier. Das wurde wahrscheinlich vom königlichen Stallmeister in den Stall gebracht. Ich werde schauen. Ah, herrlich. Wir hoffen, dass es wir können es aufspüren, sollte es ah. Preis gemacht haben. Wo ist mein Gaul? Der wurde doch hoffentlich hier geparkt. Selbstverständlich. Der hier, oder? Ja. Der lahme Hannes. Was war das? Ich hab mich erschrocken. Hä? Wieso will er nicht schneller? Ich hab gepupst. Wie unflätig. Steig auf, mein Gatte. Ich. Aber. Ich werde aber nach so viel Avancen von Bohmhoff kann ich das sehen, weil Bohmhoff ist erneut nicht, aber er reitet wie ein Elsterling. Was für ein Narr. Werte Dame, Sie müssen einmal den X-Muskel tätigen, damit der Gatte aufsteigen. Genau. Kein Wunder, dass Herr von Eberlichingen nicht weiß, wie er aufsteigen muss. Ja, es ist... Wollen Sie gleich eine perverse Anspielung in Bezug auf das Reiten und meine Frau machen, Bohmhoff? Wagen Sie es nicht! Ich weiß genau, welcher Schmutz gerade aus Ihrem Mund zu strömen droht und ich will es nicht hören! Hü, unsterblich! Hü. Nun, und so reitet er allein in die Nacht. Das Tor bleibt zu! Was? Wir können euch versichern, dass der König niemals sein Volk absichtlich angreifen würde und... Morgen gibt es einen Tag des Friedens, an dem weder der König noch die Wachen auch nur ein Haar krümmen werden, dem Pöbel. Also könnt ihr beruhigt schlafen gehen. Wer spricht? Und euch auf den morgigen Tag, den Tag des Friedens und den Tag der Harmonie freuen. Ich hasse Fragen. Und deinem neuen besseren Bürgermeister will ich anmerken, für wahr. Nun. Nun, werter Pöbel! Eine Verschwörung! Von wem habt ihr euch besprechen lassen? Wer ist euer Führer denn? Wir von niemandem, aber ihr scheinbar vom König. Wer hat meinen Knall gehört? Wer hat es hergeführt, hat es war der Gastwirt. Geht es zur Seite? Warum mein Schläf? Horst Greifenberg! Natürlich nicht. Ja! Das ist dann jetzt eigentlich schwer los. Ihr leitet also das Volk ins Verderben mit ein paar Pieksern gegen die Königsgarde und einen Magier? Wollt ihr den Tod aller, die hier stehen? Ja. Wir sind doch nicht zum Kämpfen hier, wir haben nur gehört. Ich bin wohl, verwunschen. Das sieht allerdings sehr nach einem Auflauf aus. Vielen Dank, dass Sie mich erlöst haben, von diesem Jahr geschossen wurde. Zauber? Ich mag auch haltet los. Inne! Schon wieder! Ich sehe, dass ich die werten Bürger des Königreiches Rastelot nur aufgemacht haben, was ich vernommen habe, eines Knalles. Nun, dieser Knall hat damit zu tun, dass ein königlicher Kronleuchter zugegen war, der fundschwer war und in den Thronsaal gekracht ist und durch die heiligen Riesenhallen vermag es natürlich gekommen sein, dass ein riesiger Knall durch den Kronleuchter ins Dorf getragen worden ist.
Das klingt logisch. Ja, das das macht logisch. Sinn. Wir gehen wieder. Ja, sinnvoll. Nun, habt aber Dank fürs Vorbeischauen und nun zieht von dann, denn die späte Nachtstund ist sobald ich da. Und passet auf vor den Wildschweinen, Bären und Säuen. In die Hose gekackt. Ich nach Hause gehen. Ich glaube, sie können die Burg jetzt sicher verlassen. Oh. Ja, passt auf. Ja, warum schubsen sie denn die Estella vom Pferd? Warten. Auch die junge Prinzessin einmal ja, etwas zu festigen. Ah, zu nun reitest wohl du, mein Augenstern. Wir haben nicht mal einen umgehauen. Weil alles so viel ist. Ich begebe mich vor Erschöpfung. Für wahr! Richtig? Hätte ihr gerade. Oh, gut. Ich gebe euch das gleich unten. Ich hab's doch aufgehoben. Ich gebe euch das gleich unten. Das muss aber der Hubi aufheben. Oh, Achtung, Achtung, Achtung! Achtung, nicht so schnell, werte Dame! Das Pferd ist verrückt geworden. Das Pferd mag verrückt sein. Ja, es ist ein. Doch nichts ist verrückter nach euch als ich. Darf ich dem Herren einen Stein an den Kopf werfen? Tu es, tu es! Ja, ich hätte Steine dabei. So. Jetzt muss ich eigentlich noch ein paar Bilder malen. Und an die Wand hängen. Dass, wenn Maurice morgen ins Rathaus geht, dass da einfach nur super viele Bilder hängen. Ist der. Nicht, dass ihr zu Schaden kommt. Du machst, du lügst doch schon, wenn du den Mund aufmachst. Oh, was ist das denn? Ich lüge nicht. Gibt's hier einen Stall? Hört mir doch mal kurz zu. Als hier der König seine Waffen gegen euch gerichtet hat, wer war noch da vom Adel? Welche Adelsfamilie habt ihr gesehen? Oh. Wer war hier? Wer war noch bei euch? Wer hat sich Edopold war noch hier. Habt ihr die anderen gesehen? Die waren alle im Schloss, haben sich verkrochen. Da hätte ich auch hingehen können. Ich bin bei euch geblieben, oder? Recht. Ach, ich bin doch bei euch geblieben. Das einzige Reden geschwungen. Da ist schon was Wahres dran, ja. Genau. Ich war im Schloss, um euch als Feigling zu betiteln, was ihr nun mal seid. Da ist der Bürgermeister. Nieder mit dem Bürgermeister. Das ist gestern im Schloss. Noch ein. Wertes Volk. Bürgermeister, was tut ihr denn für uns? Ich spüre euren Zorn, wertes Volk. Wir leiden unter der Königsfamilie. Ich möchte euch anhören, denn das, was eure Herzen plagt, das vernebelt auch das Licht meines Herzens. Das, was euren Körper quält, das quält auch den meinigen. Ich verstehe mich als Bindeglied zwischen dem privilegierten Adel und euch, liebes Volk. Euer Alltag ist hart, euch wird viel abverlangt und selbstverständlich muss man euch zuhören. Und das werde ich tun, nun sprecht. Welcher Kummer hat euch ereilt? Ihr habt meinen Bruder getötet. Das ist eine Lüge. Seine Leiche liegt noch unten im Keller. Seine Leiche liegt unten im Keller. Wir werden ständig hin und her geschickt. Wer schickt sie hin und her? Was der Wahrheit entspricht und was der Lüge. Der Magi wirft das Feuer. Volk, hört mich an, hört mich an. Euer Bürgermeister Bohmhoff, er hat versagt und euch enttäuscht. Das ist wahr, er war dem Amte nie gewachsen, doch frohlocket, denn heute hat der König ihm sein Amt entzogen und es einem würdigeren Adling gegeben. Man möchte fast sagen, dem einzig würdigen, wahrlich, natürlich mir. Ab morgen wird eine neue Ära anbrechen, gemeinsam mit dem Plan Friedens, den der König ausruft, werden wir eine neue, bessere Ordnung. Das ist überhaupt nicht wahr. Liebes Volk, ich sehe euren Zorn und ich spüre, ihr würdet am liebsten den Widerling von Weberlingen auf dem Scheiterhaufen werfen. Doch vielleicht reicht es für den Anfang, wenn ihr einen gescheiterten Haufen seht. Blickt einfach zu den Weberlichingens und ihr werdet es sehen und es wird vielleicht euren Schmerz lindern. Ich steige nun von meinem Pferd! Ihr seid alle Kacke! Haufen. Herr Bonhoff, ja genau, steigen Sie vom Pferd, geben Sie sich zu dem Kot hin, wo Sie hingehören. Nein, nein!
Ich würde euch nicht als Code bezeichnen, denn ich gehöre jetzt zu euch. Sie ist eine von uns. Was bedeutet der Posten des Bürgermeisters, wenn er nicht der Schäfer ist, der die Schafe schützt, sondern der Wolf, der sich im Wolfsbau mit seinesgleichen den Magen vollschlägt? Nein, nein. Ich wollte stets dem Volke dienen. Und wenn mir das unmöglich gemacht wird, so verlasse ich den Posten und reihe mich ein zwischen die Mistgabeln und den Fackeln und die gestählten Muskeln des einfachen Volkes, damit ich für euch tun kann, was in meiner Macht steht. Wo wart ihr denn? Wo wart ihr denn? Einer von uns! Einer von uns! Jawohl! Sie waren Wo war Rohan? Was wird er dir für uns tun? Er hat unser Bier gesoffen. Als sie Wentford fiel. Frau von Elsterling muss an die Macht. Sie ist eine von uns. Wie soll's hier weitergehen? Freibier? Kuschel. Freibier! Hört seine Sprachlosigkeit! Freibier für alle unter meiner Herrschaft mit Milch und Honig fließen! Der neue Bürgermeister gibt Freibier aus. Jubel! Wir haben doch gar keine Kühe auf der Insel. Ich habe doch gerade geantwortet. Und wer ist denn der neue Bürgermeister? Ja, auch das, alle eure Probleme werden unter meiner Führung, werden sie wahrlich, Wir werden das nicht akzeptieren. Ja, möglicherweise habe ich gerade etwas zu wenig Bilder pro Sekunde, um eine kohärente Anfrage, Ansprache zu halten. Ist vielleicht etwas unglücklich für meine Antrittswahlrede gerade hier. So, bringe den Künstler, um mehr Bilder pro Sekunde zu malen. Euch durch, liebes Volk. Er ist zurückgeblieben. Mein Herr, dann sehen Sie mehr. Wo ist der Künstler? Hört, wie er stottert. Bringe den Maler. Für wahr, wenn ich auf den Boden blicke, kann ich mit euch sprechen. Ich darf euch nur nicht anschauen. Seht, wie volksnah ich bin. Ich schaue euch nicht mal an. Ja, aber nur... Er verbeugt sich. Ich verneige mich für euren Wünschen. Tötet ihn. Seht meine Demut. Seht ihr wollt meine doch Demut. Nur wütend sein. Das ist seid korrekt. Ihr denn jemals zufrieden? Ja. Liebes Volk, unter meiner Führung wird es eine Fortführung des 9 Goldstücke-Tickets geben. Wahrlich, es wird Freibier für alle geben und auch sonst eigentlich alles, was ihr euch so wünscht. Seht, die leeren Versprechungen, wie viel 9 Goldstücke für uns wert sind, das sind fast 2 Tagessätze. Liebes Volk, er hat die Kacke vor seinen Füßen. Ich schmeiße das Gold für die Eurigen. Nimm dieses. Und dieses. Kulivex ist der Erste, der zugreift. Und dieses Gold. Lasst euch doch nicht kaufen. Für jeden. Lasst euch nicht kaufen. Aus meinem Säckel. Lasst euch nicht kaufen, aber lasst mich nach vorne. Ich möchte auch Geld. Nehmt dieses Gold und ernährt eure Kinder. Flickt eure Kleidung. Auf dass ihr das tun könnt, was ihr tun müsst. Ich will euch nicht hungern sehen. Ich will euch nicht leiden sehen. Ihr müsst stark sein und frei. Ich will auch einen Taler. Ich werde die arbeitende Mittelschicht entlasten. Leistungsträger werden in meinem Gold. Hier, nimmt das Gold. Entlohnt werden. Bitte sehr, liebes Volk. Nicht die Mittelschicht. Mein ganzer Reichtum soll euch gehören. Ach, kusch dich, Alter. Auf diesen Münzen geprägt ist das Konterfei des Königs, als lachte er euch aus von seinem Thron aus Gold, mit all seinen Möglichkeiten, mit all seinen Dienern und seinem Reichtum. Doch ihr seid der Unterpfand des Monarchen, eure harte Arbeit, euer Schweiß. Das ist es, was den Reichtum des Königs sichert. Ich gebe euch zurück von dem Gold. Da, wo es herkommt, soll es auch wieder hingehen. Nehmet von mir und labet euch daran. Also ich wäre ja doch um eure Korruption, Bohmhoff, die dieses Dorf seit langem in der Armut versinken ließ. Ihr als Bürgermeister brachtet das Gold durch, um Nacht für Nacht im Bordell zu verbringen. Das ist doch die Wahrheit. Hört nicht auf ihn! Ich habe eure Frau nicht im Bordell. Was ist das? Wir müssen selbst wählen.
Ich bin der Meinung, das Volk... Selber. Der König stellt doch nur Mittelsmänner an. Jawohl, das Volk muss bestimmen. Der Wille des Volkes soll gehört werden. Und das Volk soll den Bürgermeister wählen. Denn er vertritt das Volk. Ja. Ja, da gibt es illegal Massenverkauf. So ist es. Dann wählt das Haus Elsterlingen. Nicht der mit dem Bürgermeister. Wir sind das Volk. Nicht das Haus Elsterlingen, die Leichenteile im Keller haben. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Ja, die Frau von Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wer ist voll? Die Mauer muss. Achso, nee. Ihr seid alle voll. Wir sind alle voll. Was? Gute Idee. Wie bitte? Ja, nun. Apropos, wo ist nun eigentlich das Freibier? Ich teste. Es wurde Freibier versprochen. Seht ihr, Versprechungen, die nicht wahr werden, die kommen aus dem verdorbenen Schlund, das sich Mund nennt, von diesem Weberlichingen. Wollt ihr lieber Wurmhoff zuhören? Das ist mir alles zu viel. Bier in der Taverne trinken, auf mich, auf euren Bürgermeister. Das hilft ihm doch auch, wir haben. Ich würde gern sehen, wie die sich alle. Wir wollen einen Mann, das wäre eigentlich schon genug, der auf unserer Höhe ist. Kein Pferdearm. Wie wäre es, wenn ein Duell entscheidet? Auf unserer Höhe ist Edopold. Das ist der wahre. Wo ist meine Mistgabel hin? Edopold, der seine gemeine Frau verlassen möchte. Ich glaube, die habe ich gefangen. Das Volk verlangt nach einem Duell. Lügen. Haben Sie das gehört? Herr von Weberlichingen? Das Volk verlangt nach einem Duell. Unser Bürgermeister soll kämpfen können. Dann stellen Sie sich zu mir auf den Boden des Volkes, auf den Marktplatz, dessen Steine gelegt worden sind von den schwieligen Händen des Volkes, dass Sie sich nicht zu betreten wagen. Sie verstecken sich über den Hufen Ihres Pferdes, weil Sie sich zu fein sind, mit uns auf der Augenhöhe zu stehen. Wer leiht mir seine Mistgabel, auf dass ich zum Duell gegen den Hochstapler antreten kann? Bitte hört auf! Ich möchte kein Blut vergießen hier. Das war genug, was wir heute hier alle erleben mussten. Holde Estella! Duell! Wir sollten uns lieber darauf vorbereiten, dass morgen ein Tag des Friedens einkehrt, auf das er auf ewig auch bleibt. Sollten wir nicht auch mit einem Vorbild. Aber heute wird noch gekämpft. Es sollen beide die gleichen Waffen haben. Dann ist es fair. Vergossen. Brutalität wird gezeigt. Fürwahr, Mistgabel, auf das ich beweisen kann, was für ein Mann des Volkes ich bin. Blut. Leg mal eine Rüstung an. Nackt sein. Bitte. Und ohne Rüstung. Gott und Schuh. Welch absurde Unsinn. Kämpf, Bohmhoff, das war deine Idee. Ich kämpfe nackt, so wie der Bauer auf dem... Kämpft unehrenhaft. Sehen Sie! Hör auf, ein Hoch auf den neuen Bürgermeister. Aber warum? Niemand braucht keinen Bürgermeister zu sein. Niemand braucht einen Schwächling als Bürgermeister. Super Vorstellung. Bravo. Und das von dem Gardisten. Hey, Vorsicht. Machen kalt. Und was? König verpetzelt eine Revolution gegen das Volk an. Schaut euch nur an, was der Wiener sich rausnimmt. Königsgarde. Ein Gardisten geschlagen. Und dieser Mann will einer von uns sein? Hoch zu Ross, schwer gerüstet, doch er versagt. So wie du. Er weiß wohl nicht, wo sein Platz ist. Er weiß wohl auch nicht. Er hebt den Namen gegen den König. Ha, er kann keine Hauptrolle mehr. Unbewaffnet ist. Wie mutig, mein Freund. Muskelaufbau-Routine. Die Frage, er hat einen Pfeil im Knie, er kann keine Antwort mehr werden. Zum Fackelkampf kannst du haben, mein Freund. Er tritt uns besser. Komm her, du Schuft! Er kann besser kämpfen. Was geschieht dir? Mensch, zu genug? Stopp! Wache, stopp! Nun lassen Sie ab von dem armen Mann! Schlagen Sie nicht auf das Volke ein! Das Volke, das Unterpfand der Monarchie! Seine Idee.
Das ist deine eigene Idee. Mord und Totschlag hat hier keinen Platz. Hier ist der Platz des Volkes. Das finde ich jetzt aber ziemlich... Ich finde, er sieht noch recht lebendig aus. Fort! Wir sollten zusammenhalten. Einig sind wir stark. Ja, aber steht der... Heißt das, der Bürgermeister steht nicht für mich? Ich stehe für sie alle. Also, wir sind auch verstanden. Für jeden Menschen. Für jeden Mann und jede Frau. Der Totschlag hat hier kein Zuhause. Er ist der Verwalter. Ah, ich nehme euch aus dieser Regel selbstverständlich aus. Wo komme ich denn hin, wenn keine Arbeit bringt? Ich möchte mich entschuldigen. Ihr Handwerk ist alt und ehrenhaft. Vetternwirtschaft. Schönes Theaterstück, schönes Theaterstück. Ja, liebes Volk! Vettern töten sich öfter als andere Leute. Bald schlägt die 23. Stunde. Es ist Zeit, dass wir in unsere Häuser zurückkehren. Morgen ist der Tag des Friedens. Doch übermorgen werden wir unsere Wut nicht mehr in Ketten legen lassen. Am morgigen Tag muss die Obrigkeit beweisen, dass sich die Umstände für uns verbessern werden. Und wenn es gut ist, dann ist es gut. Richtig. Und wenn es schlecht ist, dann lassen wir den Kettenhund des Volkes von der Leine, auf dass er unseren Zorn in das Fleisch der Richtig. Adeligkeit treibt. Jawohl! Jawohl! Jawohl, Bürgermeisterwahl! Nee, wieder soll uns so ein elendiger Wurm wie der Weberlichingen knechten und auf uns herabsehen. Nie wieder Knechtschaft für die Freiheit. Für die Freiheit. Wir haben hier den Bürgermeister noch. Was auch immer euch in die Erde bringt. Ihr lasst euch vom Bürgermeister, der die letzten Tage und Wochen und Monate völlig versagt hat, einspinnen in seine Worte. Was ist mit euch los? Das ist der Diener von den Weberlichingens. Schämt euch! Er ist... Schande! ...vom Magierhaus und vom Königshaus. Das ist doch das Problem. Wir müssen zusammen... Der, der seine Knechte hingerichtet hat, das ist der Bürgermeister, der dem normalen Volk überhaupt nichts an Würde schenkt. Lügner! Du sprichst die Zunge des Weberlichingens. Bist du nicht der Knechte aus dem Hause Weberlichingen, der nach der Macht trachtete? Und wenn sich ein normal... Nach der Macht? Ich setze mich für meinen Herren ein, weil mein Herr mir Würde zeigt, weil mein Herr mich gut behandelt, im Gegensatz zu Ihren Knecht. Aber... Wo ist er denn jetzt? Mein Sohn! Sagen Sie mir das! Er ist euer Herr! So hört doch eure eigenen Worte! Ihr sprecht von ihm als euren Herren! Und ich rede davon, dass das Volk frei sein muss! Was braucht das Volk den Herren? Das Volk ernährt sich selbst. Das Volk zimmert seine Häuser. Das Volk pflastert seine Plätze. Was braucht das Volk den Herren? Was braucht ihr den Herren? Kommt zu uns, schließt euch uns an für die Freiheit. Jetzt seid ihr die revolutionäre Worte schwingen hier, aber ihr seid es doch, ihr habt euren Angestellten einfach den Ratten zum Fraß vorgeworfen. Eine Lüge. Wo ist Julius? Meine Hände sind unbefleckt. Jeden Abend saß ich mit ihm zusammen. Knecht Bumhoff. Präsentiert ihn doch auf den Abend, Volkesmann seid. Ausgeübt. Hier kommt nichts mehr raus. Sie, Herr von Weberlichingen, haben meinen Knecht mit barer Münze und vergammelten Worten beeinflusst und gekauft, dass er sich gegen mich richtet, weil er wusste, dass ich zum Volke stehe. Ihr wolltet nach der Macht greifen, das war stets euer Plan. Ihr und eure verwegene Dynastie der Versager. Welch Lüge! Eben noch schwärzte er seinen Knecht vor dem König an. Auf dann! Nun gehen Sie nach Haus und lecken Sie Ihre Wunden, solange Sie noch können, Herr von Weberlichingen, denn Sie sitzen auf dem Baum, der bereits brennt vom Zorn des Volkes. Ihr seid... Ich habe viele Worte gehört, doch wenig Inhalt. Bumhoff. Wahrlich, ein klassischer Bumhoff. Kennen Sie sich aus. Ja, das ist... Sagt der verliert gegen den nackten Mann, hä? Wie reden Sie eigentlich mit dem Adel? One Punch, Bumhoff! Naja, wäre das richtige Adel. Wir sollten alle in unsere Gemächer. Bitte sei nicht ausgehen, jetzt zu Bett. Fürwahr, fürwahr. Holdemeid. Eine Tür steht heute Nacht offen. Sollt es euch nach mir verlangen? Das hat heute keinen Sinn mehr. Es ist viel zu viel passiert. Ja, jetzt wo ich sage, ich bin gleich müde. Bitte euch, ich.
Ich gehe natürlich zu meinem Mann, meine Ehegatte. Alle sollten zu Bette gehen. Seine Wunden heilen und pflegen. Ja, doch wenn sie genug haben von diesen alten, triefenden, eiternen Wunden, dann wechseln sie die Verbände ein letztes Mal und kommen sie zu mir. Mein Herz verlangt nach euch. Haben Sie etwa schon Ahnung, was morgen hier passiert wird? Mein Herz verlangt auch nach euch. Gerade nach dieser Demütigung, aber... Jetzt halt ich... Wir müssen bis morgen warten. Auf Wiedersehen. Was gibt es hier noch zu tuscheln? Nehmt das! Au! Oh. Ja, das tat sehr, sehr doll weh. Dann gehe ich wohl besser nach Hause. Sie sollten sich etwas anziehen, das ist ja kalt. Ich habe ihm gezeigt, dass er nicht so mit meinem Ehegatten umzugehen hat. Los, lasst uns nach Hause kehren. Fürwahr? Ich muss sagen, sie haben echt toll gekämpft, wie sie nackt diesen gerüsteten Mann niedergemacht haben. Sie haben ganz schön große Eier. Ja, ich habe nackt gekämpft, wie der einfache Mann gegen den hochgerüsteten Adel, um aller Welt zu zeigen, dass wir, das Volk, wenn wir zusammenstehen, unbesiegbar sind. Ich finde sie toll. Sie machen einen tollen Job. Ich wusste gar nicht, mit welchem Speer sie kämpfen. Mit dem Speer der Gerechtigkeit. Der Bürgermeister meinen Bruder getötet hat. Ja, dankeschön, dankeschön. Erzählen Sie alles, was Sie gesehen haben bei Ihren Freunden. Morgen ist ein neuer Tag. Schlafen Sie gut. Schlafen Sie gut. Da war schon wieder diese Stimme. Ich glaube, der Server shuttet sich gleich down. Ups. So, dann tapseln wir mal hier schnell. Was schleicht denn hier herum? Schleicht wer hier herum? Ist hier wer eingedrückt? Vielleicht sollte ich mal irgendwie hier abschließen. Jetzt, wo ich mich hier zur Zielscheibe gemacht habe. Ja, aber warum? Oh, irgendwie kommt man hier nicht so richtig. Ah, was? Bürgermeister? Gibt's hier anscheinend jetzt hier wieder? Wer redet da? Ich brauche was zu essen. Mal gucken, ob ich hier unten. Warte mal, wieso kann ich denn das Schloss? Wie war denn das nochmal? Da. Hab ich jetzt einen Schlüssel automatisch? Ah, mein Pferd. Oh, warte mal. Shit, ich glaube, mein Pferd ist weg. No. Hat wer mein Pferd geklaut? So suche ich etwas. Ja, mein Pferd, mein treues Pferd. Ich hatte es hier abgestellt. Welchen Namen hat treues Pferd? Chestnut. Chestnut, ein braunes Pferd. Ja, hier vorne an dem Gasthaus ist ein braunes Pferd. Oh, vielen lieben Dank. Mein treues Ross. Das ist es, Sie guter Mann. Ja, sehr, sehr gerne eine ruhige Nacht. Eine ruhige Nacht, werter Freund. Wollen wir mal schnell mal den Gaul nach Hause bringen. Lama Hannes, ne? Ja. Passt der hier rein? Ja, komm mal rein da. Und zu. Ja, nichts zu essen für dich, mein Freund.
kann mich hier leider nicht hinlegen zum Schlafen. Glaube ich. Nur so setzen. Gut. Meine Damen und Herren, das war Rustalot für heute. Ich würde es Plotalot auch nennen wollen. Da ist ja eine Menge passiert. Nicht alles für mich nachvollziehbar. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich gucke gleich vielleicht nochmal beim Aftertalk rein. Für den Moment mache ich zumindest mal eine kurze Abmoderation, damit die Folge ein Ende hat. Und dann gucke ich mal, was mit dem Aftertalk ist. Das war es jedenfalls. Schreibt mir gerne in die Comments, wie euch die Folge heute gefallen hat. Ob ihr überhaupt noch verstanden habt, was da alles passiert ist. Vielleicht könnt ihr mir noch ein bisschen helfen, natürlich ohne Metagaming. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Auf Wiedersehen.